Weil mittlerweile, früher gab es ja mal das Bild, oh, das, dieses Brain Drain aus den Entwicklungsländern in die Industrieländer ist voll schlecht. Mittlerweile gibt die Stimmung, wo sie sagen, ey, das ist total gut für die Entwicklungsländer. Weil die Leute, die kommen zwar in die Industrieländer, kommen aber teilweise wieder zurück mit Know-how und teilweise, auch wenn sie woanders bleiben, schicken halt Geld zurück. Also, das ist ein sehr spannendes Feld und da haben uns bisher eigentlich sehr wenig befasst. Und ja, das ist etwas, womit man sich mehr befassen müsste, aber das Gute ist, man macht ja auch viel mehr weiter. Willkommen beim Plabautercast, 115. Es geht heute um Asylpolitik und ich sitze hier mit Anne oder Seeräuber-Jenny. Hallo. Hallo. Und Kevin oder Kevusch. Hallo. Hallo. Ja, kurze Vorstellung. Anne, wer bist du? Ich bin Anne Helm oder, wie du schon gesagt hast, Seeräuber-Jenny im Netz. Und ich bin aus Berlin und bin in Neukölln in der BVV und auch Direktkandidatin. Und ich bin die Themenbeauftragte für Asyl und Migration. Ja, na dann bist du ja sozusagen schon wegen der Themenbeauftragung die richtige Ansprechpartnerin. In dem Fall ja, genau. Es gibt ja in Berlin noch ein paar andere, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, ne? Ja, na klar. Ich glaube, wir sind auch ganz gut vernetzt so untereinander. Ja. Und Kevin? Ja, ich bin Kevin Schuliner, komme aus der Nähe von Frankfurt in Hessen. Bin seit kurzem auch Listenkandidat für die Landtagswahl im September. Habe in Frankfurt, in Hessen den Arbeitskreis Asyl und Flucht mit initiiert und auch auf Bundesebene schon ein paar Sachen zur Asylpolitik gemacht. Ja, wie kommt ihr auf dieses Thema? Also ich meine, ne, wenn ich mich mit Queerpolitik beschäftige, dann tue ich das, weil ich vielleicht betroffen bin. Jetzt wirkt ihr jetzt nicht so, als ob ihr da einen Migrationshintergrund habt oder selber geflohen seid irgendwie? Oder wie kommt ihr auf das Thema? Also ich fange mal an. Ja. Ja, stimmt, ich bin keine Betroffene. Aber ich bin insofern relativ viel schon persönlich mit dem Thema befasst gewesen, dass ich aus Neukölln komme und sehr viele Freunde habe, die das betrifft. Und dann in der Kommunalpolitik bin ich dem eben zwangsläufig öfter mal begegnet, weil ich gemerkt habe, dass das Thema viel Fingerspitzengefühl braucht. Es sollte in Neukölln eine neue Unterkunft gebaut werden, und zwar so eine Notunterkunft. Das sind ja solche, die angeblich temporär sein sollen, dann oftmals aber zu einer Dauereinrichtung werden. Und da gab es sehr viel von rechts, sehr viel Propaganda dagegen und Neukölln bleibt deutsch und so. Ich eigentlich auch politisch diese Form der Unterbringung eigentlich ablehne, aber natürlich mich nicht gemein machen wollte mit diesen Rechtspopulisten und gemerkt habe, das Thema braucht viel Fingerspitzengefühl. Und dann kam dazu die Refugee-Bewegung in Berlin und da bin ich sehr intensiv auch vor Ort mit dabei gewesen, bei den Hungerstreikenden vor allem am Pariser Platz. Und habe viel mit denen geredet, habe die Auseinandersetzung mit den Behörden mitbekommen und die ganze Debatte aus der Perspektive kennengelernt und habe seitdem beschlossen, das ganze Thema aus einem emanzipatorischen Ansatz heraus zu betrachten und die Menschen, die das betrifft, sichtbarer zu machen. Mhm. Ja, und Kevin? Ja, tatsächlich gab es in meiner Familie häufiger Leute, die geflüchtet sind aus Kroatien oder damals eben noch dem ehemaligen Jugoslawien. Das war aber jetzt nicht der Grund, wieso ich mich da politisch engagiert habe oder so. Das hat tatsächlich dann angefangen, als diese Refugee-Proteste losgegangen sind, damals noch in Würzburg, wo ja so ein bisschen der Ursprung des Ganzen war in Deutschland. Und du hast dahin Kontakte nach Würzburg? Ja, erstmal bin ich halt über die Presse und so darauf aufmerksam geworden, dass da eben Hungerstreik gemacht wird. Ich kenne auch Leute, die da wohnen und bin da ab und an mal. Bin dann da auch mal vorbeigegangen bei dem Camp, habe mir das mal angeschaut und festgestellt, dass die politischen Forderungen, die da aufgestellt werden, also ich die absolut teilen kann und sehr nachvollziehbar finde und es sehr schade fand, mit welcher Art und Weise auch medial auf diese Proteste reagiert wurde. Und
dachte, dass es ich als für sinnvoll erachten würde, wenn wir bei den Piraten dem Thema ein bisschen mehr Zuwendung und Gehör schenken und die Leute auch ein bisschen und ihre Forderungen vertreten und dem ein Gehör verschaffen. Hab dann in Würzburg so ein bisschen was gemacht, da können wir ja vielleicht auch noch drauf kommen, mit diesem Hosengate und so, mit Fabio Reinhardt zusammen. Wir haben einen offenen Brief geschrieben und als dann der Protest weiterging mit der Bustour, haben wir das Frankfurter Camp maßgeblich mitorganisiert mit einigen anderen Mitgliedern der Piratenpartei und anderen Parteien und Aktivistinnen. Ja, und das hat dann unweigerlich auch zur programmatischen Arbeit natürlich geführt. Ja, und jetzt in Berlin bist du wegen der Piratinnen-Con. Da können wir dann gleich verraten, wir nehmen das heute auf am Sonntag, den 7. Wird ja wieder ein bisschen dauern, bis es online geht. Und heute ist der Abschlusstag der Piratinnen-Con, zu der ich ja leider aus familiären Gründen nicht konnte. Aber vielleicht willst du noch kurz sagen, wie es da war. Du warst da ja, Kevin? Ja, ich war Host am Samstag. Es gab so ein Kongresskonzept, das heißt World Café. Da geht es darum, dass an verschiedenen Tischen einzelne Fragestellungen erarbeitet werden und das Ganze sehr flüssig verläuft. Also alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer ständig neue Menschen kennenlernen und über neue Themen sprechen. Ich habe die Stimmung als sehr konstruktiv und freundlich und produktiv erlebt. Heute am Sonntag, am zweiten Tag, bin ich erst zur Vorstellung der Lösungskonzepte vom Vormittag gekommen. Kann da also nicht so viel sagen, aber auch heute die Stimmung war sehr gut, würde ich sagen. Und du warst ja auch da heute, ne? Ich war heute allerdings nur bei der Pressekonferenz und der Ergebnisverkündung zum Schluss, weil ich vorher noch versucht habe, Gebietsversammlung zu machen, ja, was nicht geklappt hat. Ja. Und wie war dein Eindruck von der Piratinnen-Con? Vor allem, also was mir als erstes aufgefallen ist, eben auch, dass die Stimmung sehr gut war. Ich habe das Gefühl, dass sich so die Leute insgesamt sehr, sehr wohl gefühlt haben und es eine sehr lockere Stimmung war. Von der Presse kamen teilweise sehr kritische Fragen, wo auch nochmal danach gefragt wurde nach Postgender und so ganz grundsätzliche Sachen. Aber von der Präsentation her fand ich es vor allem sehr... ich hatte den Eindruck, dass sehr viele da mit einem großen Motivationsschub rausgegangen sind aus der Konferenz. Mhm. Vielleicht ist das auch das Hauptergebnis, ehrlich gesagt. Ja, ja, das ist so ein gutes Ergebnis. Also ich meine, Motivationsschub braucht man doch. Ja, stimmt. Ja, ja, ich denke auch, also es ist ja heute auch rausgekommen, dass das nicht das Ende der Debatte sein soll, sondern sich gezeigt hat, dass viele Leute da Interesse dran haben, an dem Thema zu arbeiten. Und dadurch, dass es halt eben sehr produktiv auch heute war und gestern, denke ich, dass da noch viel zu passieren wird. Ja. Ja, und jetzt brauche ich den super Übergang zu unserem Thema. Kann man ja leicht machen, denn Kevin, du hast ja schon mal organisatorisch gearbeitet, nämlich über das Thema Migration und Asyl beim Bundespolitischen Plenum zu Migration und Asyl, ziemlich genau vor einem Monat in Frankfurt. Ne? Genau. Wir haben auf dem Bundesparteitag in Bochum die Idee gehabt, auch aufgrund der Proteste, Flüchtlingsproteste, da die ja sehr viel Aufmerksamkeit in der Piratenpartei bekommen haben, auch durch viele Leute, die sich da engagiert haben, dass wir die Kräfte mal ein bisschen bündeln und die vielen Leute, die da was tun, vernetzen, um für das Wahlprogramm jetzt zur Bundestagswahl im September einen größeren Programmantrag zu schreiben, da bisher viele kleine Punkte, aber eigentlich nichts Wirkliches steht. Haben dann dort ein kleines Vernetzungstreffen gehabt auf dem Parteitag und beschlossen, dass wir gerne ein Arbeitsplenum machen würden. Der Ort ist recht schnell auf Frankfurt gefallen, wegen der Anbindung und Unterbringungs-, also ist ja verkehrstechnisch sehr gut angebunden, Frankfurt. Und da habe ich dann mich um die, unter anderem mit ein paar anderen Piraten aus Frankfurt und Umgebung, um die Organisation gekümmert. Ja, und das hat dann vor einem Monat stattgefunden, das Treffen. Ja. Und das ist ja auch mehr oder weniger der Anlass für unser Gespräch heute. Also wir wollen das ja aufgreifen und die Ergebnisse und deshalb eben auch über die Anträge sprechen, die jetzt gerade eben auch für die Vorbereitung des Bundesparteitags in Neumarkt zu dem Thema eingestellt wurden.
Ja, also fangen wir mal mit der Veranstaltung an. Da stellt sich natürlich wieder die Frage, wie war's? Da frage ich mal die Anne, die war nämlich Teilnehmerin. Da muss man jetzt nicht den Organisator direkt fragen. Also ich fand, das war, für mich persönlich war das eine der angenehmsten Piratenveranstaltungen, die ich je hatte, weil das alle Menschen, die dort waren, waren sehr auf das Thema fokussiert und hatten große Lust, da voneinander zu lernen und das Thema voranzutreiben. Ich fand es von der Organisation her super, dass wir Leute von Pro Asyl da hatten, oder zum Beispiel auch von Was bildet ihr uns ein? Das ist so eine Initiative, die sich um Migration und Inklusion in einem Bildungssystem kümmert. Und die waren auch ganz angetan, weil sie wohl schon öfter versucht haben, bei anderen politischen Organisationen sich vorzustellen, ihre Ideen, und bei uns wirklich auf sehr offene Ohren gestoßen sind. Und die Auseinandersetzung mit Pro Asyl war auch nochmal sehr spannend, weil auch gerade für mich, ich im Zuge der Protestbewegung manchmal andere Positionen oder Herangehensweisen hatte als Pro-Asyl, und das so in der Aussprache und in der direkten Arbeit sich nochmal herausgestellt hat, dass man da unterschiedliche Ansätze hat, aber wir haben ja als Partei auch andere gesellschaftliche Aufgaben, zum Beispiel als eine NGO, und dass sich daraus ergibt, dass das durchaus in Ordnung ist, dass man dazu unterschiedliche Ansätze hat, aber von dem Fachwissen und der jahrelangen Erfahrung von Pro Asyl trotzdem durchaus profitieren kann. Und ja, also ich habe das Gefühl gehabt, dass mein Vortrag auch sehr, sehr positiv aufgenommen worden ist. Es gab viel Raum für Diskussionen nochmal und persönlichen Erfahrungsaustausch, was mir auch gut gefallen hat. Und dann, als wir die Programmanträge entwickelt haben, war das zwar sehr, sehr mühselig, aber ich glaube, die Ergebnisse sind dementsprechend auch wirklich geballte Kompetenz. Ich glaube, das ist ziemlich gut geworden. Also jetzt würde ich ja doch noch gerne, das hatten wir im Vorgespräch nicht, das interessiert mich aber, und das interessiert bestimmt auch viele andere. Kannst du mal kurz drauf eingehen, wie da die Unterschiede waren zwischen, also wir müssen das ja vielleicht nicht im Detail machen, aber wo da so die groben Unterschiede zwischen Pro-Asyl und den Piraten sind? Pro Asyl war der Meinung, dass die Refugees in ihren Verhandlungen teilweise schlecht beraten worden sind. Sie waren der Meinung, dass es vor dem Bundestag, vor dem Innenausschuss nicht schlau war, die Maximalforderungen zu stellen, und hatten sich gehofft, dass man aus der großen Aufmerksamkeit bessere Ergebnisse, Verhandlungsergebnisse erzielen kann. Und ich war der Meinung, dass diese Menschen durchaus für sich selber sprechen können und dass die Bewegung vor allem dazu da ist, sie in diese Lage zu versetzen, für sich selbst zu sprechen. Und dass sie auch durchaus das Recht haben, als eigene Interessengruppe dort vom Bundestag, im Bundestag auch ihre Maximalforderungen zu stellen und das selbstbewusst zu tun. Und ich glaube nicht unbedingt, dass das an der schlechten Beratung lag, sondern dass das war, wie sie dort rangehen wollen, und dass sie es als großen Erfolg gewertet haben, dass sie überhaupt gehört worden sind. Mhm. Und mir ging es darum, vor allem ihnen die Plattform zu geben, ihre eigenen Geschichten erzählen zu können und für sich selbst zu sprechen. Das war für mich der Hauptzweck, also diesen emanzipatorischen Charakter zu erhalten. Und für Pro Asyl als Lobbygruppe war das natürlich eher irgendwie, wenn man so jahrzehntelang für bestimmte politische Forderungen kämpft, hatten sie sich davon eher konkrete Verhandlungsergebnisse erhofft und haben das teilweise, gerade diese große Unterstützung, haben sie sogar ein bisschen als kontraproduktiv empfunden, weil sie der Meinung waren, das hätte sie nochmal so beflügelt, dass sie eben sehr mutig mit ihren Forderungen reingegangen sind und davon auch nicht abgewichen, solange die Unterstützung immer noch da war. Mhm. Ja. Ja, ich teile die Ansichten eigentlich soweit und die Einschätzung. Ich denke bei Pro Asyl, dass das halt gar nicht böse gemeint ist oder so, dass die da eine leicht andere Auffassung von den Protesten haben als auch wir vielleicht als Unterstützerinnen und Unterstützer. Ich glaube, also der Slogan von Pro Asyl ist ja auch, der Einzelfall zählt. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Die hatten sicher auch Sorge, und das kann man durchaus ja schon so sagen, dass da einige Asylsuchende wirklich sich sehr stark in diesen Protest eben da reingefunden haben und den sehr stark gelebt haben, ja auch über lange Zeit, und von Würzburg ja dann auch nach Berlin gelaufen sind. Ich meine, das dauert und ist auch sicher ein Stück weit anstrengend.
und mit Problemen ja auch verbunden, wie man dann auch in, weiß nicht, Sachsen oder so, wo dann noch eine NPD-Demo zum Teil halt fast größer war, also eben auch mit Problemen verbunden ist. Und ich glaube, die Sorge war einfach, dass viele Asylsuchende, also das war die These von ProAsyl vielleicht, unter diesem auch diesem Solidaritätsschub der Unterstützung da so ein bisschen vergessen, dass sie da auch persönliche Nachteile einfach ziehen können draus. Und ich denke, dass das bei einigen auch der Fall war. Also ich meine, es ist ja bekannt geworden, dass viele dann eben Probleme bekommen haben wegen Verstoß gegen Residenzpflicht und so weiter und für Behörden erstmal nicht zu erreichen waren, weil es keine Postanschrift in Berlin gab oder was. Ja, und ich denke, dass da die Sorge ein bisschen da war. Aber ich kann nur sagen, ich zumindest hatte durchaus den Eindruck, dass sie sehr gut wissen, was sie aufs Spiel setzen und was sie bereit sind, aufs Spiel zu setzen für die Sache. Und ich finde, dass man das dann auch jemandem zugestehen muss. Ja, denke ich auch. Ja, das denke ich auch. Ja, jetzt hattest du, Anne, noch erwähnt, eine andere Gruppe, die da mitgemacht hat, nämlich Was bildet ihr uns ein? Das ist ja nun eigentlich eine, sagen wir mal, Lobbygruppe für Fragen der Bildung. Das ist doch, genau. Wie passen die jetzt zum Bereich Asylpolitik? Ja, da ging es speziell um Migration in Schulen. Die haben uns dargelegt, wie undurchlässig das Schulsystem für Migranten immer noch ist heutzutage. Und was sich so für Folgeprobleme ergeben, egal ob das Kinder von Einwanderern sind oder Menschen, die in jungen Jahren hierher kommen, und haben Lösungsansätze geboten, wie man diese Probleme überbrücken kann und was dort nötig wäre. Und ich glaube, dass vieles von dem, was sie sich vorstellen, um ein Schulsystem durchlässiger zu machen, sich mit unseren Forderungen deckt. Also, dass man mehr selbst organisiert lernt und auf einzelne Bedürfnisse eingeht, Notensystem kritisch sieht beziehungsweise in der Form abschaffen möchte und so weiter. Kleinere Lerngruppen war auch ein wichtiger Aspekt. Und tatsächlich haben manche Vorschläge auch aus dem Vortrag den Weg ins Programm, dann in unserem Programmantrag gefunden. Genau, Ja, das ist doch sehr erfreulich. Also ich glaube, der Vortrag ist auf viel Zustimmung getroffen. Ich glaube, das war einer der beliebtesten Vorträge, um das vielleicht so zu sagen. Also man muss sich das so vorstellen, dass ihr nicht einfach diskutiert habt, sondern da gab es, wenn ich das richtig sehe, ein Vortragsprogramm. Genau, es gab Workshops, es gab Vorträge und die Arbeitsgruppen dann eben, ja. Ja, der Samstag war eben für Vorträge und Workshops gedacht, wobei auch sehr viel Raum, das hatten wir ja schon, sehr viel Raum für Kommunikation oder so untereinander war. Also es war jetzt auch nicht so strikt Vortrag. Sehr viel Diskussion auch mit eben dem Vertreter von ProAsyl zum Beispiel oder mit der Vertreterin von dieser Bildungsinitiative. Und im zweiten Raum waren Workshops. Also wir hatten da beispielsweise einen Bericht über die Situation von Flüchtlingen im Syrien-Konflikt, weil da ein Pirat, der Veggi aus Hessen, der aus der Nähe von Syrien, ich glaube, der kommt aus der Türkei, an der syrischen Grenze, öfter ist, jetzt auch derzeit, und dort Flüchtlingscamps zum Beispiel besucht. Der hat dann davon erzählt, Fotos gezeigt. Ja. Tja. Mareike hat aus einem Abschiebegewahrsam berichtet zum Beispiel. Ja, auch sehr spannend gewesen mit den Fotos aus dem Abschiebeknast. Ja, die Vorträge sind zum Teil auch auf YouTube mittlerweile. Wollte ich gerade fragen, wo findet man die Vorträge? Noch nicht alle, weil... Ich suche jetzt gerade selber nochmal, bevor ich die Frage stelle, aber ja. Ja, der Rest kommt irgendwann demnächst. Es gibt leider nicht so viele Leute, die Streaming machen. Ja. Vielleicht auch ein Aufruf, kauft euch Streaming-Equipment. Ja, und die Person, die das, also der Henning, der das gestreamt hat, der hat halt auch 5 andere bundesweite Treffen gestreamt und hatte halt einfach viel Kram zum Schneiden. Das dauert einfach noch ein bisschen. Aber der Kram wird nach und nach auf YouTube landen, denke ich. Und wir verlinken den dann auch auf der Wiki-Seite. Ja, das ist ja gut. Ja. Also ich denke, das wird sicherlich noch mehr Leute interessieren. Und da ist es gut, wenn man da das Material eben auch hat und sich das anschauen kann. Ja. Na, vor allen Dingen, wenn die Vorträge auch entsprechend interessant waren. Nun weiß ich natürlich nicht, wenn Bilder gezeigt werden und so, das kommt natürlich im Stream dann oft nicht so gut rüber. Aber gut. Ja, aber es gab auch viele andere spannende Sachen. Ja. Ja, gerade dieser... diese Diskussion über die Refugee-Proteste war, denke ich, eine der Hauptthemen am Samstag.
gerade weil es da diese Kontroversen auch ein bisschen gab, wie man dazu steht. Anna hat ja dann auch einen Vortrag gehalten über ihre Erfahrungen in Berlin und auch so bundesweit die Entwicklung. Ich denke, das war auch ganz spannend. Auch der Blick auf die mediale Berichterstattung darüber, den fand ich sehr eindrucksvoll. Also der hat ziemlich viele Probleme eigentlich da offengelegt. Ist denn, also das Ganze war ja dann mehr so ein Barcamp. Also die Leute haben sich dann relativ kurzfristig da entschieden oder haben sich dann eingetragen, so eine Liste mit Vorträgen und so, ne? Die Vorträge, ich weiß nicht, wann die endgültig feststanden, zum Teil einen Tag davor. Ja, die Organisation war sowieso insgesamt sehr schnell aus dem Boden gestampft, aber die Vorträge standen schon eigentlich, ne? Ja, die Vorträge standen, also die Personen, die dann da auf dem Podium, wir hatten eine Podiumsdiskussion zur Eröffnung nach der Keynote. Da haben wir uns gewünscht, eigentlich etwas mehr Kontroversen vielleicht auch zu haben. Da saß jetzt Fabio Reinhardt aus dem Abgeordnetenhaus, Bernd Mesowitsch von Pro Asyl und eben Anne. Da haben halt die Kontroversen so ein Stück weit gefehlt, denke ich. Es war eine nette Eröffnung und alles. Aber wir hatten eigentlich, hätten wir noch gerne jemanden von der Linksfraktion im Hessischen Landtag gehabt. Ob es jetzt viel mehr Kontroversen gegeben hätte, ist die andere Frage. Aber ich denke, das wäre spannend geworden, von zwei verschiedenen Abgeordneten da ein bisschen Berichte zu hören aus zwei verschiedenen Parlamenten. Ja. Na gut. Wie viele Leute waren denn insgesamt da? Weißt du das? Also wenn ich mir das Foto hier so anschaue, aber das sind ja vielleicht nicht alle, dann sieht das eher aus wie ein kleiner Kreis. Foto von Enno Lenze. Ich weiß nicht, 30 Leute? Ja. Es war ein eher kleinerer Kreis. Ja. Kleiner, intensiver Kreis, genau. Ja, dafür war halt tatsächlich die Gruppe sehr harmonisch und konstruktiv. Ja, also 28 sind hier zu sehen. Also 27 zu sehen plus Enno Lenze, der das Foto gemacht hat. Also wären es wahrscheinlich dann tatsächlich so um die 30 gewesen. Ja, oder? Am zweiten Tag kamen ein paar Leute nicht. Dafür kamen einige noch dazu, die an den Anträgen vorher mitschreiben wollten oder da mal zuschauen wollten. Ja, klar. Ja. Ja, dann kommen wir doch am besten direkt zu den Anträgen, ne? Dann können wir die mal uns näher anschauen. Da gibt es ja zunächst mal so eine Art Rahmenantrag, wenn ich das richtig sehe. Also wir haben zwei große Antragskomplexe, einmal Asylpolitik und einmal Migrationspolitik quasi. Mhm. Das eine ist für eine solidarische Asylpolitik, ne? Menschenrechte gelten für alle. Und das andere ist der Wahlprogrammantrag für die Vielfalt in der Gesellschaft. Genau. Ich würde vielleicht vorschlagen, dass wir mit dem asylpolitischen Antrag anfangen. Machen wir das, okay. Vielleicht auch noch zur Vorgeschichte. Falls man jetzt nämlich ins Bundesliquid kommt, guckt, sieht man, dass das eine Gegeninitiative zu einem Antrag ist von zwei jungen Piraten. Ein Antrag, der auch schon von der BMV der Juppies beschlossen wurde, also ein Programm letztlich von den Juppies ist. Wir haben den Antrag gesehen und fanden, der wurde halt auch kurz vor dem Plenum, glaube ich, dann ins Liquid gestellt. Wir fanden den soweit, den Ansatz ganz gut. Das hat uns allerdings nicht gereicht. Und wir haben gedacht, schreiben wir dann trotzdem einen neuen Antrag, obwohl der UP-Antrag eben zum Teil auch da so ein bisschen als Vorlage mit benutzt wurde. Unser Antrag zielt so ein bisschen darauf hinaus, zum einen so Fernziele zu nennen. Also wir wollen beispielsweise globale Bewegungsfreiheit, keine Abschiebegewahrsam mehr und so weiter, offene Grenzen. Und Schritte dahin zu erklären, die wir ganz realpolitisch jetzt auch in der nächsten Legislaturperiode beispielsweise erreichen könnten oder recht zeitnah auch. Und wir sind relativ intensiv auf alle drei Ebenen eingegangen, die dafür relevant sind. Das ist zum einen natürlich die Europapolitik, die man ja auch als Bundesregierung oder wenn man für den Bundestag sich bewirbt, auf der Ebene beeinflussen sollte. Dann natürlich die Bundespolitik und was Unterbringung zum Beispiel angeht, was Landespolitik ist. Ja, gut, dann würde ich sagen, vielleicht kann man noch ein bisschen näher auf jetzt diese Sache, die ist ja sehr umfangreich für eine solidarische Asylpolitik, Menschenrechte gelten für alle, eingehen. Wir werden einfach eine kurze Einführung, in der wir einfach festschreiben, dass wir für eine offene, freie und pluralistische Gesellschaft stehen, verschiedene Kulturen, Weltanschauungen und Religionen schützen wollen und eben für alle Menschen hier ein friedliches, freies Leben garantieren, allen Menschen hier ein friedliches Leben garantieren wollen.
und haben dann angefangen mit Asylgründen, dass wir die erweitern wollen, dass die derzeitigen Punkte, mit denen man hier politisch Asyl bekommen kann, auf dem Papier uns einfach nicht ausreichen. Wir haben beispielsweise da noch an Klima- und Umweltkatastrophen genannt, gedacht, an sexuelle Identitäten, geschlechtliche Identitäten und die Menschen, die aufgrund dessen aus ihren Herkunftsländern flüchten. Ja. Und deswegen hier einfach kein Asyl bekommen. Ja, vor allen Dingen, weil da immer so eine, da muss man plötzlich was nachweisen. Ein politischer, wer aus politischen Gründen kommt, muss nichts nachweisen. Ich denke, dass er wirklich überzeugt ist. Ich denke, das liegt daran, also wir haben ja auch in der Einleitung das nochmal geschrieben, dass wir nicht wollen, dass Asylpolitik Dinge zur sich darauf konzentriert, zu isolieren und abzuschrecken. Hm. Ich glaube, dass das leider zurzeit immer noch ein großer Faktor ist. Das sind nicht teilweise nur eine unangenehme Nebenwirkung der Asylpolitik, die irgendwie notwendig ist, sondern das ist ganz klar darauf fokussiert. Und ich nehme an, dass gerade an den EU-Außengrenzen, wo es solche erniedrigenden Nachweispflicht von Homosexualität zum Beispiel gibt, dass das erniedrigend wirkt und auch erniedrigen soll unter Umständen von behördlicher Seite oder zumindest in Kauf genommen wird. Also das heißt, wenn man das als Grund zur Flucht angibt, dann sollte das selbstverständlich nicht auf solche erniedrigenden Methoden geprüft werden. Ja. Sondern wenn jemand bedroht ist durch seine sexuelle Identität, dann müsste das Asyl als Asylgrund reichen, genauso wie politisches Asyl. Genau. Ja, und zwar wichtig, direkt zu Beginn des Antrags klarzumachen, dass wir in der Asylpolitik nicht auf Abschreckung, Isolation oder sonst was setzen wollen, sondern die Menschen offen empfangen wollen, die hier Schutz suchen wollen. Und wir haben beispielsweise noch diesen Satz, Asylpolitik muss sich immer nach humanitären und nicht nach nationalstaatlichen oder wirtschaftlichen Interessen ausgerichtet sein. Hm. Sprich, das Wohl der Menschen steht im Mittelpunkt und nicht, ob auch was, das Argument kommt ja in dieser auch sehr rechtspopulistisch geführten Debatte oft, ob Flüchtlinge für Deutschland wirtschaftlich förderlich sind oder was. Und da wollten wir uns bewusst von abgrenzen und sagen, dass wir das eben nicht als Kriterium sehen dafür. Also es kommt, glaube ich, eher ein anderes Argument. Also das höre ich manchmal, nämlich da wird dann gesagt, ja, aber wenn wir jetzt hier die Grenzen aufmachen für alle, dann kommen alle nach Europa. Und das geht ja nicht. Das wird ja meistens gesagt. Also da muss man dagegen argumentieren. Und jetzt zu sagen, Wirtschaftlichkeit, ich glaube, also das ist ein Argument, weiß ich nicht. Nein, dieses Argument, dann kommen sie ja alle, zielt doch darauf, dass man sagt, sie würden dann die Sozialsysteme belasten und so weiter und so fort. Das ist letztlich das Boot ist voll Rhetorik. Genau, das Boot ist voll Rhetorik. Wir zahlen nicht für Leute, die gar nicht von hier kommen. So. Ja. Auf der anderen Seite kriegen wir alle zu wenig Kinder, ne? Also mehr Deutsche sollen wir werden, aber nicht mehr neue Deutsche. Gut, aber da wird dann auch entgegnet von den weniger populistischen Leuten, also Einwanderungspolitik muss natürlich sein. Aber hier geht es ja nicht um Einwanderungspolitik, sondern um Asylpolitik. Mhm. Das ist ja eine andere Geschichte. Ganz genau. Ja. Deswegen war es uns auch wichtig, dass man auf dieser Ebene eben gar nicht erst argumentiert. Ja. Ganz klar. Ja. Bei der Einwanderungspolitik, da kann ja wirklich der Staat sagen, so, wir suchen uns diejenigen aus, die uns am besten in den Kram passen, aus welchen Gründen auch immer. Bei der Asylpolitik kann man sich keine Leute aussuchen, denn dann kommen die Asyl brauchen. Richtig, genau. Ja. Also die anderen Sachen würden eben jetzt auch eher den Migrationsteil betreffen, aber nicht den Asylteil. Genau. Ja, ja. Ja, zu den offenen Grenzen haben wir gerade in Richtung Festung Europas, der sogenannten Festung Europas argumentiert. Nee, Festung Europa, nicht Festung Europas. Oh, ohne S, ja. Ohne S, naja, Europa als Festung. Richtig. Nicht die Festung von Europa, sondern ganz Europa ist eine Festung. Das ist ja das Bild, was dahinter steckt. Ja, haben wir dahingehend geschrieben, dass wir diese Kriminalisierung und das Abschotten Europas da dem entgegenstellen wollen, sprich Polizeibehörden, Militär, Frontex, private Sicherheitsunternehmen dort, die Menschen am Betreten der EU hindern wollen oder das eben auch tun, dass wir sowas abschaffen wollen letztlich. Und Menschen eher schützen wollen. Also beispielsweise bei der Flucht übers Mittelmeer ertrinken regelmäßig Menschen. Und das auch unter Duldung, würde ich es glatt nennen, von
Sicherheitsunternehmen oder was, Grenzsicherungsunternehmen, die das mitbekommen, aber das Boot nicht retten, sondern zur Umkehr bewegen. Ja. Und sowas geht einfach halt gar nicht. Die Leute sollten eher aufgenommen werden und die Möglichkeit bekommen, hier einen Asylantrag zu stellen, statt schon daran gehindert werden, bevor sie überhaupt hier sind. Mhm. Ja, ja. Naja, gut, da kann man natürlich dann auch entgegnen, ja, warum kommen die Leute? Muss man da nicht eher eine andere, ja, Politik machen? Natürlich, ja. Also wir können natürlich jetzt auch über Außenpolitik reden, aber jetzt reden wir gerade über Asylpolitik. Genau, ja. Das ist nur so, kann man sich immer schön diese Debatte derailen und sich aus der Affäre ziehen. So wird immer argumentiert. Ganz genau. Das ist ja jetzt hier mal gebracht. Ja, genau. Also darüber unterhalten wir uns dann im nächsten Podcast, wenn wir über Außenpolitik reden. Ja, letztlich ist sowas wie Entwicklungszusammenarbeit da ja auch ein Faktor. Mhm. Und nur weil wir dafür sind, dass Menschen hier Asyl beantragen können und daran nicht gehindert werden sollen, gewaltsam, bedeutet das ja nicht, dass wir nicht auch dafür sind, dass Entwicklungszusammenarbeit gemacht wird. Genau. Das geht natürlich Hand in Hand. Mhm. Genau. Trotzdem muss dieses Grundrecht auf Asyl natürlich immer gewahrt bleiben und möglich sein. Ja. Ja, das ist natürlich ganz klar. Warum habe ich jetzt hier, jetzt habe ich gerade die Seite zugemacht, die es ging. dann müsst ihr mir jetzt helfen und weiter auf den Antrag eingehen, weil ich den gerade versehentlich geschlossen habe. Wir sind auch noch ein bisschen auf die Kriminalisierung eingegangen. Ja. Was ja auch sich aus diesem Wort, es gab ja jetzt gerade die Entscheidung, dass das Wort illegale Einwanderer nicht mehr, dieses Wortkonstrukt nicht mehr zu benutzen, weil Menschen nicht illegal sein können. Es kann nur eine Handlung kriminell sein, aber es gibt keine illegalen Menschen. Mhm. Und Menschen nur deswegen, weil sie einen Asylantrag stellen oder sich irgendwo hinbewegen wollen, sind noch keine Straftäter und dürfen deswegen nicht quasi ohne Prozess inhaftiert und wie Straftäter behandelt werden, beziehungsweise Strafbestände, die um diese Handlung des Fliehens konstruiert werden, für die man sie dann wiederum inhaftiert. Ja. Es gibt ja diesen einen Strafbestand, den man nur machen kann, und deshalb ist es, würde ich sagen, ist sowas an sich ungültig, wenn man Asylbewerber ist, nämlich gegen die Residenzpflicht verstoßen. Ja. Vielleicht kann einer von euch noch mal kurz erklären, worum es da geht bei der Residenzpflicht, denn viele Leute wissen das ja gar nicht. Ja, Residenzpflicht bedeutet, dass Menschen, die hier Asyl beantragen, werden einer Unterkunft zugeordnet, die in einem bestimmten Landkreis liegt oder in manchen Bundesländern mittlerweile ist das halt ausgeweitet worden, auf das ganze Bundesland, und lediglich in diesem Bereich dürfen sich die Menschen bewegen, sprich in ihrem Landkreis, in der Stadt, in der sie untergebracht sind, oder tatsächlich in dem Bundesland. Ja, ich glaube, du musst da noch weitergehen. Die Leute werden ja zugewiesen. Also wenn jetzt jemand sagt, ich brauche Asyl und der sagt das und befindet sich in Hamburg, dann bleibt er ja nicht in Hamburg. Dann wird geguckt, ja, du kommst aus Äthiopien, also den Fall kenne ich halt, kommst aus Äthiopien, ja, dann musst du nach Würzburg. Ja, und dann sagt er, wieso soll ich nach Würzburg? Ich war die ganze Zeit hier in Hamburg und habe hier studiert und so und möchte natürlich auch weiter hier bleiben. Also vorher war er schon hier, aber noch kein Asylant. Kein Asylbewerber. Um das mal gleich klarzustellen. Vorher hatte er noch keinen Asylbeantrag. Das Problem ist halt wirklich auch die Wortwahl. Das heißt ja im Deutschen Asylbewerber oder Asyl beantragen, was natürlich insofern ein ganz schlimmes Wort ist, weil man ja, wenn man Asyl braucht, das nicht beantragt. Also das ist also offiziell muss man es beantragen, aber dann dieses Bild vom Bewerber, der erstmal bitten muss um etwas, was eigentlich selbstverständlich ist, dass man halt Flüchtlinge aufnimmt, das finde ich halt gerade problematisch. Deshalb ist das ein schwieriges Wort. Aber Asylant ist auch verbrannt. Weil das immer gebraucht wurde von Leuten, die halt gegen Flüchtlinge agiert haben. Und von daher ist es ganz schwierig. Also jemand war noch nicht Flüchtling, sondern als Student hier. Dann hat sich die politische Lage in seinem Heimatland verändert. Er konnte nicht zurück, also dieser spezielle Fall, von dem ich weiß. Und dann hat er eben Asyl beantragt und dann wurde gesagt, was machen Sie hier in Hamburg? Also wenn sie aus Äthiopien kommen, dann geht's nach Würzburg und dann musste er dahin. Und das ist natürlich eine ganz komische Geschichte. Ja, und dann macht er sich strafbar, wenn er sich von da wieder weg. Ja, das wird mit so Aufnahmeschlüsseln, Verteilungsschlüsseln geregelt.
als Flüchtling kommt man dann immer in so eine Erstaufnahmeeinrichtung. Da gibt es fast in jedem Bundesland eine. Manche Bundesländer teilen sich eine. Also beispielsweise Hessen hat eine zusammen mit Thüringen. Und von dort aus wird man dann in die Unterbringung und im jeweiligen Landkreis gebracht. Ja. Und das wird eben auch unter so Kriterien wie Herkunft oder Religion oder sowas gemacht. Mhm. Aber der Wunsch eines Asylsuchenden, an einen bestimmten Ort zu kommen, wo man unter Umständen Leute kennt, Familienmitglieder hat, wird da eben nicht berücksichtigt. Ja, ja. Na gut, um zurück zur Residenzpflicht zu kommen, wenn ich dann als Asylsuchender in so einer Unterbringung bin, darf ich den Landkreis nicht mehr verlassen, in dem diese Unterbringung ist, muss dafür einen Antrag stellen, der begründet sein muss, und das ist dann natürlich auch zeitlich begrenzt, also einen Tag darf ich dann mal oder so. Das ist natürlich besonders blöd in so Ländern wie Bayern, wo es ganz kleine Landkreise gibt, weil die nie eine Reform durchgeführt haben. Das ist natürlich, ja. Ja, in Hessen zum Beispiel sind Unterbringungen oder Lager zum Teil eben auch in Landkreisen, wo also in sehr ländlichen Gebieten, wo letztlich keine wirkliche Innenstadt existiert. Und dann ist der Fußweg zu einem Supermarkt riesig, also ein riesen Fußweg und das Geld für die Bustour, oder es gibt gar keinen Bus, der da regelmäßig fährt. Dann hat man vielleicht Verwandte in Frankfurt oder kennt da Leute oder will zu einer Demo oder will einfach mal raus aus dem Landkreis. Und das geht dann so einfach nicht. Ja. Auch wenn wir die in Hessen jetzt offiziell nicht mehr haben, diese Residenzpflicht. Also nur noch landesweit. Aber landesweit. Genau. Genau, das heißt, man müsste die nämlich auf Bundesebene abschaffen. Genau. Ja. Naja. Bestenfalls, ja. Ich würde sogar sagen, europaweit abschaffen, denn ich meine. Ja. Genau, also das ist ja auch dazu, hatten wir die Idee, die dann ja oftmals kommt, dass die einzelnen Kreise und die Kommunalkassen dadurch so wahnsinnig belastet werden durch die Unterbringung, und deswegen brauchen wir eben diese Schlüssel, wo man natürlich genauso gut sagen könnte, man könnte relativ flexibel schauen, wo der Bedarf ist, und dann eben auch von Europa oder von der Bundesseite, dass die Kommunen eben entlasten an den Stellen, wo es benötigt wird. Mhm. Ja. Ja, aber ich denke, da spielt natürlich auch rein, dass diese Unterbringungen nicht sonderlich, sie sind nicht gemütlich oder so, und da wird natürlich auf Abschreckung und Isolation gesetzt. Ganz genau, das ist das, was dahinter steht, ja. Da wird sich von politischer Seite aus derzeit keine Gedanken gemacht, wie wir da das ein bisschen besser regeln können. Also wir haben beispielsweise in dem Antrag ja auch stehen, dass wir lieber Wohnungen haben wollen statt dieser Lager, einfach um das Leben dort menschenwürdiger zu machen und aus dieser Isolation rauszuholen. Also meistens sind diese Lager dann auch in irgendeiner stillgelegten Druckerei im Industriegebiet oder sowas. Warum ist das eigentlich so, dass die Politik sich so verhält? Ich meine, so richtig rational ist das ja nicht. Also eigentlich müssten doch, ich meine, die Leute, die da sich mit dem Bereich beschäftigen, also sozusagen die Leute in der Verwaltung, die eventuell Fachleute sind, eben jetzt hier, die wissen doch, dass das so alles nicht gut ist. Das ist die Frage, für wen das nicht gut ist. Ne? Für wen ist es gut, sagen wir mal so. Es ist vielleicht weniger, weniger kontrovers. Also oftmals haben die Leute Angst, auch aufgrund dessen, dass Ängste geschürt werden. Dass wenn so eine Sammelunterkunft in ihrer Nachbarschaft entsteht, dass es da viele Widerstände gibt. Mhm. Und ich glaube, dass es aber auch, das bedingt sich so gegenseitig, wenn man immer wieder diese Ängste schürt und wenn man die Leute isoliert unterbringt und gesammelt, so dass irgendwie die Gemeinschaft sich darin irgendwie beeinträchtigt sieht oder Angst hat vor dieser Veränderung, vor den neuen Nachbarn sozusagen, dann versucht man, die Menschen weiter zu isolieren, um dort keine Wählerstimmen zu verlieren, dass man die problematischen Dinge möglichst nicht zeigt. Das hält man so weit wie möglich weg von der Gesellschaft. Und dann kommt natürlich auch dazu, das wird ja von der CDU auch ziemlich offen so kommuniziert, sowohl von den Innenpolitikern als auch von den Asylpolitikern sogar, dass es eine ganz klare Abschreckungsfunktion hat. Mhm. Wer also hier Asyl beantragt und das abgelehnt wird und zurückkommt, der soll dort erzählen, macht es nicht, ihr werdet behandelt wie Hunde. Mhm. Also das sagen die vielleicht nicht in der Formulierung, aber
Sie sagen eben schon, es geht denen noch zu gut, weil die steigenden Zahlen von Antragstellern, von Asylantragstellern würde beweisen, dass es denen quasi noch zu gut geht. Daraus erkennt man aus dieser Argumentation eben, dass der das Zweck, wie Menschen, die hier Asyl suchen, behandelt werden, dass das der Zweck dessen einzig ist, die Antragszahlen runtergehen zu lassen. Mhm. Und das natürlich, diese Argumentation ist ja sehr enttarnend. Und dann kann man, dann hört man eben, was man davon hat. Das ist ganz klar, ist diese Isolation zur Abschreckung gedacht. Mhm. Ja, aber die Argumentation ist natürlich völlig daneben, weil die Leute ja nicht kommen, weil es ihnen hier so gut geht, sondern weil es ihnen dort, wo sie herkommen, so schlecht geht, dass sie einfach da weg müssen. Richtig, richtig. Ja? Vielleicht sind ja steigende Zahlen sind ja eher ein Zeichen dafür, dass es offenbar Menschen woanders schlecht geht. Ja. Und dann ist es da völlig wurscht, was Leute sagen, die dann zurückkommen, wenn die überhaupt zurückkommen. Also das ist ja der Punkt. Wenn Leute zurückgeschickt werden, heißt das ja nicht, dass sie da wieder ankommen, wo sie hergekommen sind. Richtig, ja. Sondern, die sitzen dann vielleicht erstmal in einem... erstmal richtig verfolgt werden. Ja. Und von daher ist das, also diese Argumentation ist wirklich völlig unpassend. Man hört sie auch gerade im Zug der EU-Osterweiterung und der sogenannten Armutsmigration, was da zurzeit viel diskutiert wird in den Medien. Vor allem in dem Zusammenhang hört man diese Argumentation. Ja, aber weil Armutsmigration ist ja nicht unbedingt Flucht. Also das gibt's auch, da gibt es dann natürlich irgendwie so möglicherweise einen Übergang, klar. Wenn ich so arm bin, dass ich nicht überleben kann, dann gehe ich da natürlich auch weg. Aber ich glaube, das sind unterschiedliche Dinge. Es sind ich bin eben der Meinung, dass wer vor dem Verhungern oder dem Erfrieren flieht, auch auf der Flucht ist. Ja. Und dass dem Asyl gewährt, also dass man ihm Asyl gewähren sollte. Ja, ja. Und das sind aber sehr viele Menschen sind in genau dieser Situation, die man unter diesem Armutsmigrationsbegriff verbucht. Ja. Das haben wir beispielsweise auch in dem Antrag stehen, dass Armut für uns auch ein Fluchtgrund ist. Ja, ja. Ja, sicher. Ja. Ja. Zumal man ja dazu sagen muss, dieser Mythos, dass man, wenn man hier ankommt, Zugang zu den Sozialsystemen hat, das stimmt ja auch überhaupt nicht. Noch nicht mal als EU-Bürger. Das ist ja nicht richtig. Ja. Im Gegenteil, man hat sogar Arbeitsverbote. Und das heißt, selbst wenn man sich hier eine Existenz aufbauen möchte und hierher kommt, um hier vielleicht eine Chance auf dem Arbeitsmarkt zu bekommen, wird die einem ja verwehrt. Ja. Aber ich meine, ich bin mir nicht sicher. Ich denke aber, dass das Wort Armutsmigration unscharf ist. Dass da möglicherweise alles Mögliche gemeint ist. Definitiv. Leute gemeint sind, die wirklich auf der Flucht sind, weil sie eben vor Armut nicht überleben können. Dass man aber mit Armutsmigration auch Leute bezeichnet, die eben nicht so extrem arm sind, dass sie fliehen müssen, sondern eben in so einer Zwischenposition. Also ich weiß die Frage ist, wer definiert das? Ja, Ich glaube, dass genau das Problem ist, was du gerade ansprichst, dass dieser unscharfe Begriff lässt eben sofort dieses Bild in den Köpfen aufkommen, dass da Leute kommen, weil wir es ihnen hier zu gut gehen lassen. Ja, gut. Machen wir mal mit dem Antrag nochmal weiter. Da ist, wir waren jetzt bei offene Grenzen. Damit waren wir fertig eigentlich, glaube ich. Offene Grenzen, ja genau. Dann freie Wahl des Aufenthaltsorts hatten wir auch schon behandelt. Da könnte man vielleicht noch hinzufügen, wir haben da stehen die Ausweitung polizeilicher Befugnisse, dass wir die kritisch sehen. Da geht es zum Beispiel darum, dass auf EU-Ebene derzeit eine Initiative seitens der Kommission läuft, die Inhaftierungsgründe auszuweiten. Und da sind an den Haaren herbeigezogene Dinge wie Gefährdung der nationalen Ordnung und Sicherheit, Zitat, drinne. Und zeigt letztlich nur, die Polizei bekommt immer mehr Rechte, Flüchtlinge zu kriminalisieren, festzunehmen, zu inhaftieren. Ja, ich glaube, das ist ich bin jetzt mal wieder den Advocatus Diaboli, obwohl ich das gar nicht will, aber es ist natürlich hier diese Geschichte, man macht das ja nicht nur für die Deutschen, sondern es gibt ja in Europa noch andere Situationen und es ist offenbar tatsächlich so, dass auf verschiedenen Inseln, italienischen Inseln vor der afrikanischen Küste
tatsächlich Notsituationen eintreten, weil da plötzlich irgendwie 10-mal so viele Flüchtlinge sind wie Einwohner oder so, das ist dann natürlich in der Tat ein Problem. Nun bedeutet das ja nicht, dass man die gleich alle irgendwie einsperren muss, aber sowas ist wahrscheinlich damit gemeint. Ich weiß es nicht. Ja, es gibt ja verschiedene Wege, also Hauptwege, die Flüchtlinge meistens nach Europa gehen. Letztlich verändern sie sich natürlich auch öfter, weil dann die Kontrolle an den Orten zunimmt oder so. Aber gerade nach dem arabischen Frühling oder jetzt auch immer noch kommen halt recht viele Flüchtlinge über den Mittelmeerraum und kommen dann über Italien an. Dass sich dort aber dann die Anzahl der Asylsuchenden auf beispielsweise dieser Insel Lampedusa so erhöht, liegt ja auch nicht daran, dass die Leute alle auf diese Insel fahren, sondern dass die Leute auf diese Insel gebracht werden. Ja, ja. Das heißt, die Probleme entstehen nicht deswegen, weil die Leute sich alle auf einen Fleck begeben, weil die Insel so schön ist oder so, sondern weil sie dahin gedrängt werden, weil sie ja auch in Griechenland ein großes Problem dort in die unmenschlichsten Unterkünfte überhaupt gesteckt werden und den Weg zum Beispiel ja auch nach Deutschland von alleine, also sehr schwer finden. Oder wo wir bei dieser Dublin-II-Verordnung wären, wenn ich als Flüchtling in muss ich Asyl beantragen offiziell dort in dem Land, das ich als allererstes betreten habe. Wenn ich jetzt mit dem Boot, also dieses typische Bild mit dem Boot, komme ich jetzt in Italien an, stelle aber in, also kann ich in Italien, muss ich letztlich diesen Asylantrag stellen, darf ihn aber nicht in Deutschland stellen. Und jetzt kommen wir zu dem Problem, zu der Lösung, zu einem Lösungsansatz, zu dem Problem, was du gerade gesagt hast. Ja, wie soll man denn diese großen Flüchtlingsströme nun an den EU-Außengrenzen, muss ja die Leute erstmal irgendwo unterbringen, aber das ist ja genau das Problem. Durch dieses Dublin-Abkommen werden sie ja auch darin gehindert, sich innerhalb der EU zu bewegen und tatsächlich in sehr, sehr großen Lagern inhaftiert in diesen Ländern oder teilweise auch, wenn sie in Europa in einem anderen Land ankommen, dann in diese sogenannten Drittstaaten abgeschoben. Und das heißt, wir sind dafür ja mitverantwortlich als EU-Staat, dass die Flüchtlinge dort in solchen Situationen leben müssen. Ja. Ja. Ja, und letztlich sehen wir an den Asylantragszahlen, die Leute kommen auch so nach Mitteleuropa oder nach Nordeuropa. Da halt nach Nordeuropa dann tatsächlich weniger, aber Mitteleuropa. Ich denke, daran sieht man ja, die Leute wollen, obwohl sie es nicht dürfen, nehmen sie diesen Weg illegal, ohne Ausweis, ohne sonst was, dann irgendwie sich da nach Mitteleuropa durchzuschlagen, nehmen sie auf sich und daran sieht man, dass die Leute eben nicht alle auf eine italienische Insel wollen, sondern eben auch zu Familienangehörigen, Bekannten oder sonst was, sonst wo nach Europa wollen. Und das wird eben durch diese Dublin-Verordnung stark erschwert bis fast unmöglich gemacht. Dann würde ich gern zum nächsten gehen. Ja. Grundrechte für alle Menschen auf alle Menschen ausweiten. Dazu haben wir jetzt schon sehr viel gesagt. Da geht es vor allem um die Isolation oder auch um diese Residenzpflicht. Also all diese Grundrechte, die uns zur Verfügung stehen, die Menschen aufgrund ihres Aufenthaltsstatus nicht haben. Dazu kann man noch sagen, dass es ein interessantes Verfassungsgerichtsurteil gab, das festgestellt hat, dass die Unterbringungen menschenunwürdig sind, oftmals die Praxis, wie sie hier gehandhabt wird in Deutschland, und Überraschung gesagt hat, dass eben gewisse Grundrechte für alle Menschen, die in Deutschland leben, und das tun auch Menschen, die hier nicht leben dürfen offiziell, und das tun auch Menschen, die noch keinen geklärten Asylstatus haben, die leben hier trotzdem. Ja. Und das heißt, für sie haben bestimmte Grundrechte zu gelten. Und dieses Verfassungsurteil ist noch nicht umgesetzt. Vieles davon, was wir hier fordern, unsere Forderungen gehen dann natürlich noch weiter, aber vieles davon deckt sich auch mit diesem Urteil vom Verfassungsgericht. Wir haben uns ja auch nochmal darauf konzentriert, Menschen aus der Isolation rauszuholen, also ihnen einen Anschluss an das gesellschaftliche Leben und an die Gemeinschaft zu geben und zum Beispiel auch uneingeschränkten Internetzugang. Teilweise ist der ja tatsächlich absichtlich beschränkt mit der Begründung, dass sonst in Unterkünften der soziale Frieden gefährdet sei. Man denkt, na gut, das ist vielleicht aus anderen Gründen dann eine schwierige Situation, wenn man auf so engem Raum lebt. Aber ja, also was eben auch ein Faktor wäre, wie man Menschen
aus der Isolation rausholt. Richtig. Alleine, dass sie Kontakt mit ihrer Heimat herstellen können oder auch hier Anschluss finden und suchen können und Rechtshilfe und so weiter. Genau. Also das ist sicherlich ein ganz wichtiger Punkt. Also einmal so ganz konkret mit dem Internetanschluss und natürlich auch der Punkt, dass Grundrechte nun einfach mal für alle gelten. Ja. Das ist ja das ist ja sogar entscheidend. Also Grundrechte sind deshalb Grundrechte und deshalb steht da das Wort Grund am Anfang oder manchmal auch Menschenrechte, weil sie eben für alle Menschen gelten. Und das ist natürlich ganz klar. Da braucht man eigentlich kein großes Verfassungsurteil. Das müsste den Leuten auch schon vorher klar sein. Das ist aber leider überhaupt nicht klar in der Gesellschaft. Das ist auch, wo viele Menschen sagen, wenn wir uns für Grundrechte einsetzen, dann müsste man das anderen Leuten wegnehmen, weil sonst mir irgendwas weggenommen wird. Und das ist auch der Punkt, wo man gar nicht darüber reden muss, wann Migration nützlich für die Mehrheitsgesellschaft ist, sondern da geht ganz klar um Grundrechte und mehr ist dazu eigentlich nicht zu sagen. Deshalb muss man bei der Gelegenheit auch nochmal unterstreichen, dass diese Anträge, um die es geht, Anträge sind im Bereich Grundrechte und Freiheit und so. Ja, ich werde da vielleicht nochmal. Denn es gibt Leute, die meinen, das sei Sozialpolitik, ist es aber nicht. Also es geht hier tatsächlich um was Fundamentales, nämlich um Grundrechte. Ja. Vielleicht noch ein kleiner Ausflug. Wir hatten eben den Punkt mit freiem, kostenfreiem und barrierefreiem Zugang zu Internet und Kommunikationsmedien, Bildung und Kultur und sowas angesprochen. In Berlin, Hamburg und Hessen gibt es mittlerweile Aktionen, dass alte Computer, Laptops und so weiter gesammelt wurden, um die Asylunterkünften zur Verfügung zu stellen. Das heißt, wir haben uns gedacht, viele Leute haben sich das gedacht, wenn das von der Politik nicht selbst gemacht wird, machen wir das halt, nehmen wir das in die Hand und geben den Leuten die Möglichkeit, ins Internet zu gehen. In Hessen sind wir da mittlerweile nicht so weit. Wir haben erst eingesammelt. Ich glaube, in Berlin ist es tatsächlich schon passiert, dass Unterkünfte da versorgt wurden. Ja, es ist Hamburg ist auch so kurz davor oder was. Aber da gab es zum Beispiel auch schon ganz reales Engagement, das zu verändern, ohne in einem Parlament zu sitzen. Da ist man zurzeit immer auf die Kooperationen auch von den von den Trägern dieser Unterkünfte ein bisschen abhängig, weil die sich da teilweise auch gar nicht so sicher sind, wie die Rechtslage ist und wie sie sowas handeln können und dürfen. Mhm. Sind das private, diese Träger? Das sind größtenteils freie Träger, ja. Ah ja, interessant, wusste ich gar nicht. Also bei uns ist das, glaube ich, meistens die Kommune. Mhm. Bin ich mir jetzt aber auch nicht sicher, ob das in Hessen. Genau. Wir sind in Hessen zum Beispiel mit einzelnen Kommunen da jetzt so ein bisschen auch, gibt es jetzt so ein bisschen Kontakt und die wissen natürlich auch nicht, also wir warten da auch noch auf eine Antwort, ob wir das jetzt machen dürfen oder nicht und wie da die Situation ist. Wir hätten das natürlich auch einfach machen können, da irgendwie reinlaufen oder mit Asylsuchenden Kontakt aufnehmen. Wir wollen das aber über den sicheren Weg machen, nicht, dass am Ende die Asylsuchenden darunter leiden müssen, dass wir da unseren Aktivismus gemacht haben. Ja, das sollte natürlich nicht sein. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch sagen, jeder Bürger müsste ja auch das Recht haben, sich für Bürgerrechte und Menschenrechte einzusetzen. Ne? Also, gut. Letztlich ist das wahrscheinlich so, aber die Abschiebung läuft, weil wir da die PCs reingestellt haben, das ist natürlich. Da sind wir wieder bei dem Punkt dieser Kriminalisierung. Ja. Ne? Das sind alles Dinge, die würden wir uns, haben wir das Privileg, uns das nicht fragen zu müssen und wir müssen nicht drüber nachdenken, ob wir das Recht haben ob es für uns so gefährlich ist, für unsere Rechte auf der Straße zum Beispiel einzutreten. Mhm. Und bei solchen Menschen, die da keine Rechtssicherheit wirklich haben, ist das natürlich alles eine ganz andere Entscheidungsgrundlage. Ja, klar, natürlich. Ja, gut, machen wir weiter. Echte Existenzsicherung statt diskriminierender Sondergesetze. Ja, haben wir eigentlich auch schon angesprochen. Ja, vielleicht die Forderung letztlich oder das, wofür wir uns einsetzen. Wir wollen, dass Asylsuchende Anspruch auf Sozialleistungen haben und dabei nicht auf eben diskriminierende Gesetzgebung wie dieses Asylbewerberleistungsgesetz, das ja auch vom Verfassungsgericht für kritisiert wurde und als verfassungswidrig bezeichnet wurde, zurückgreifen müssen. Ich meine, es wurde mal festgesetzt, was die Existenzgrundlage ist eines Menschen, der in Deutschland lebt, und Asylsuchende bekommen einen Bruchteil davon. Und das sehen wir nicht ein.
weitergehend sind dann so Sachen wie Arbeitsverbote oder so halt auch nicht zu rechtfertigen. Also ich meine, die Leute leben hier ein Jahr oder was, bis sie dann arbeiten dürfen, und in dem Jahr bekommen sie so wenig Geld, dass sie davon kein halbwegs menschenwürdiges Leben führen können. Und das ist so nicht hinnehmbar. Und da geht es halt einfach darum, um Menschenrechte, dass man ein Menschenrecht auf gescheite Unterbringung hat. Mhm. Und die wird dadurch halt verletzt. Ja, klar. Ja, dann faires Asylverfahren schaffen, Behördengänge vereinfachen. Anne? Ja, da geht es zum einen, ist auch so rechtlich eine ganz fragliche Sache, um diese Schnellverfahren. Mhm. Dass auf der einen Seite wird ja immer gefordert, dass die Asylverfahren schneller gehen müssen, die Bearbeitung, was ja auch richtig ist. Dieser ungeklärte Status, teilweise jahrelang Menschen in dieser Situation leben. Aber je kürzer so ein Verfahren ist, desto unfairer ist es teilweise auch. Und es gibt diese Schnellverfahren, gegen die man keinen Widerspruch einlegen kann, was rechtlich sehr, sehr fragwürdig ist. Und deswegen sind wir dafür, dass man hier eine Aufstockung hat, die sich eben darauf auch bezieht, wo wie viel von den Anträgen zu bearbeiten ist. Mhm. Mhm. Dann, dass Menschen, die zum Beispiel traumatisiert sind, weil sie aus Kriegsgebieten kommen, dass die Zugriff haben auf eine medizinische und auch psychologische Betreuung zum Beispiel. Mhm. Weil das ist teilweise auch ein Problem, dass die medizinische Versorgung da nicht sichergestellt wird, oftmals in den Erstunterbringungen. Und letztlich ist das ein ganz gutes Beispiel. Eine Forderung auch bei diesen Flüchtlingsprotesten war ja eine schnelle und teilweise die sofortige Bearbeitung der Asylanträge. Ich denke, das liegt im Interesse der Flüchtlinge, dass ihr Antrag da möglichst schnell behandelt wird. Trotzdem muss dabei Rücksicht darauf genommen werden, dass der Einzelfall da eben wirklich betrachtet wird und es keine pauschale Urteile gibt. Also derzeit gibt es einen Bearbeitungsstopp für alle Anträge, die, glaube ich, nicht aus Syrien kommen. Ist das noch aktuell? Ich glaube, das variiert in den Bundesländern, soweit ich das mitbekommen habe. Aber eigentlich waren Syrer bevorzugt behandelt eben. Genau. Was durchaus natürlich auch den Sinn machen kann, aber dann sind halt Leute, die aus dem Iran kommen oder so und hier schon 5 Jahre auf die Bearbeitung ihres Asylantrags warten halt jetzt nochmal mindestens mal ein Jahr oder was. Und das ist halt nicht hinnehmbar. Trotzdem muss, also erstmal eben ist dafür eine Aufstockung der Ressourcen beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge wichtig, dass da eben mehr Menschen als eben die Anträge bearbeiten. Trotzdem muss so viel Zeit einem Flüchtling gegeben werden vor diesen Anhörungen, die es da ja dann immer gibt, wo man die Gründe für die Flucht angeben muss. Genug Zeit, sich darauf vorzubereiten, sich auch juristische Vertretung zu suchen am besten. Und eben auch diese traumatische Flucht ein Stück weit einfach auch zu verarbeiten, bevor man sich da so einem konfrontativen Verhör ausgesetzt fühlen muss. Wenn man da einen Dolmetscher, ich meine, wenn man flieht, die herkommt, ist ja nicht so, dass man gleich Deutsch kann. Nee, das haben wir auch hier drin als Forderung. Dafür gibt es tatsächlich keinen juristischen Anspruch. Mhm. Ja, wir haben, wir fordern eine juristische Vertretung, rechtlichen Anspruch auf eine juristische Vertretung, sowie eben Dolmetscherin oder Dolmetscher. Mhm. Ja, ja. Zum Teil ist das geregelt, also ich weiß, in der hessischen Erstaufnahmeeinrichtung gibt es Menschen, die das ehrenamtlich machen, da als Dolmetscherin, Dolmetscher bei den Verhör, in diesem Verhör zu arbeiten. Da gibt es natürlich dann auch wieder nicht jede Sprache und das sind halt ehrenamtliche Leute, ja. Und dann auch um auf diesen Verteilungsschlüssel da zurückzukommen, dass es nicht jede Sprache zum Beispiel in jeder Aufnahmeeinrichtung oder überall gibt, lässt sich ja auch ein Stück weit dann dadurch regeln, dass man vielleicht die Leute anständig verteilt oder so und nicht in Lager, ganz viele kleine Lager an allen Ecken Deutschlands verteilt. Ja gut, aber dann sprichst du natürlich wieder dafür, dass man tatsächlich einen Äthiopier aus Hamburg nach Würzburg packt. Also das ist also da wäre es nicht so ein Problem. Also man findet wahrscheinlich leichter, gut, in dem Fall konnte der ja auch Deutsch.
Aber man findet da vielleicht leichter auch Dolmetscher in Hamburg. Dann muss ja, man richtig. Man nicht nach Würzburg schaffen. Nee, stimmt. Letztlich können wir festhalten, dass es nicht die Aufgabe eines Asylsuchenden ist, dafür Rechnung zu tragen, dass es dann da niemanden gibt, dass er die Verhörsituation nicht versteht. Genau. Ja. Ja. Und dafür muss halt Sorge getragen werden, dass es getan wird, unabhängig davon, wo man ist natürlich auch. Das ist richtig. Gab es denn da nicht auch so eine Aktion, auch von den Piraten, dass man irgendwie mitgehen soll bei den Behördengängen? Ich habe da gerade schon nachgesucht, aber es leider nicht gefunden. Da gab es die Mitläufer ja. Mitläufer, genau. Da ging es allerdings um Sozialhilfeempfänger. Ach so. Ja. Ja. Okay, dann habe ich das verwechselt. Ja, ich glaube, das war gar keine Piratenaktion, oder? Viele Piraten haben da mitgemacht. Genau. Das ist jetzt keine parteipolitische Aktion, aber ich kenne sehr viele Piraten, die bei den Mitläufern sind und soweit ich das mitbekommen habe, ist das auch auf Twitter über so eine Idee entstanden. Ja, da habe ich das gelesen. Und genau. Da dachte ich, das bezöge sich, aber das habe ich jetzt verwechselt, ja. Nee. Wo das hier vielleicht auch sinnvoll wäre. Ja, definitiv. Ja. Gut, dann bleibt noch ein Punkt, nämlich für ein Ende von Abschiebungen und Abschiebehaft. Ganz klar, ne? Ja, ist eigentlich einfach. Ja. Aber sagt vielleicht noch jemand was dazu. Ja, zum einen fordern wir halt, dass Abschiebegewahrsam, dass das abgeschafft wird, dass es da sowas gibt. Da die Situation dort katastrophal größtenteils ist und Grundrechte und Menschenrechte beschneiden. Des Weiteren wollen wir als Zwischenschritt Abschiebung in Krisenregionen in Anführungsstrichen und Gebiete, in denen eben die Gesundheit der Person in Gefahr oder das Leben in Gefahr ist, abschaffen wollen. Also dass es erstmal keine Abschiebung in diese Gebiete gibt. Da fallen zum Beispiel auch Winterabschiebungen oder sowas hin. Also Länder, in denen gerade Winter ist, dort dürfen keine Leute hin abgeschoben werden, weil sie unter Umständen dort von Obdachlosigkeit betroffen sind oder sowas und dann dort im Winter draußen schlafen müssen. Genau, das darf man ja nicht vergessen, dass Menschen meistens, wenn sie geflohen sind, aus welchen Gründen auch immer, und abgeschoben werden, kommen sie ja in keine sichere Situation zurück. Das ist ja nicht einfach, geh dorthin, wo du hergekommen bist, sondern meistens ist ja dort die Situation zu leben einfach nicht gegeben und die müssen sich mit Menschen dann dort erst, wenn sie es überhaupt können, wieder aufbauen und das hat eben sehr oft Obdachlosigkeit zur Folge. Ja. Ja, gut. Dann sind wir mit dem Antrag durch. Der hat ja auch große Zustimmung im Liquid Feedback bekommen. Also 94%. Das ist schon wirklich sehr erfreulich, ja. Ja. Und von daher finde ich, sollte der auch dringend ins Wahlprogramm. Und das wäre dann Aufgabe des Bundesparteitags. Genau. Ja. Ja. Und da besteht Hoffnung, dass das klappt im auf dem Bundesparteitag. Also ja, gerade nach dem Meinungsbild hier im Liquid, denke ich, sofern der Antrag behandelt wird, Das ist schon richtig. Also wenn der behandelt wird, dann kommt der auch durch. Das Problem ist nur, ob er behandelt wird. Also man muss es schaffen, den auf die Tagesordnung zu bekommen. Ja. Und da sehe ich ja immer die größte Hürde. Das ist richtig. Ich denke mir irgendwie, beim letzten Parteitag haben wir auch, weil da die Flüchtlingsproteste ja noch aktueller waren als jetzt, versucht, dafür zu werben, das auf der Tagesordnung unterzubringen und haben sehr viel Support bekommen für unsere Unterstützung der Proteste und so weiter. Und da war eigentlich der Tenor, wir machen das komprimiert, gut vorbereitet für den nächsten Parteitag und haben dann aber auch alle Aspekte abgedeckt in einem Antrag drin. Und das ist genau, was wir gemacht haben. Insofern denke ich, ist das sinnvoll, das auf die Tagesordnung zu nehmen. Ja, gerade diese Rede von dir auf dem letzten Bundesparteitag ist auf sehr viel Zuspruch getroffen und auch die Proteste habe ich so wahrgenommen, dass die doch eher sehr unterstützt werden und sehr viel Solidarität da bekommen haben. Ich denke, wenn wir da diesen Antrag, der ist letztlich eine Ausformulierung auch der Ziele dieser Refugee-Bewegung, ist nichts als glaubwürdig, wenn wir nicht nur applaudieren, wenn es dazu eine flammende Rede gibt, sondern sowas uns halt auch ins Programm schreiben und uns dann in Parlamenten dafür auch einsetzen, dass sich da was ändert. Ja. Gut, dann können wir ja auf den anderen Antrag kommen, für die Vielfalt in der Gesellschaft.
Da geht es natürlich jetzt nicht nur um Flüchtlinge, sondern überhaupt, wenn ich das richtig sehe, um Migration. Genau. Vielleicht auch so einleitend, auf dem Plenum gab es zwei Arbeitsgruppen. Die eine Arbeitsgruppe hat eben diesen asylpolitischen Antrag, die andere diesen Antrag hier geschrieben. Wir wollten halt, da wir gemerkt haben, dass viele Aspekte in der Asylpolitik halt auch über tatsächlich diese Asylpolitik hinausgehen und Menschen, die dann hierher gekommen sind, also die Probleme hören ja unter Umständen nicht auf, wenn der Asylantrag angenommen ist und es da viel, viel weiter geht, auch in so Punkte wie Staatsangehörigkeitsrecht, und wir dazu auch was sagen wollen und uns das Thema wichtig ist. Ja. Ja. Ja, dann gehen wir das doch auch mal durch. Also es gibt, wenn ich das sehe im Überblick, 7 Abschnitte und eine Präambel. Ja, in der Präambel fassen wir zusammen, dass wir ähnlich wie bei dem Asylantrag, wir finden eine pluralistische Gesellschaft gut, wollen die unterstützen. Dazu gehören eben, dass wir Migrantinnen und Migranten in Prozesse einbinden, sprich in politische Prozesse, aus denen sie größtenteils ausgegrenzt sind, durch fehlendes Wahlrecht zum Beispiel, einbinden und ihnen auch möglichst Bewegungsfreiheit geben und sie in die Gesellschaft letztlich ihnen die Möglichkeit geben, frei zu leben, letztlich selbstbestimmt und frei zu leben. Ja, also genau, ich meine, das ist ja jetzt auch ein Migrationsaspekt, der uns alle irgendwie früher oder später mal betreffen kann, dass man mobil sich bewegen kann und sich zum Beispiel dort bilden lässt und dort lebt und in einem anderen Land zum Beispiel, ja, wohnt, als dass man geboren ist, flexibel sich im Bildungswesen oder auf dem Arbeitsmarkt umsehen kann und so weiter. Das ist ja gerade innerhalb Europas so eine Grundidee überhaupt gewesen von Europa. Und wenn man jetzt sagt, ach nö, wollen wir doch nicht. Oder das eben für bestimmte Gruppen eingrenzt. Ja, ja, genau. Ja, ja, uns reicht es zum Beispiel nicht zu sagen, dass das EU-weit gilt. Hm. Ja, sondern das muss Menschen aus allen Ecken der Erde. Ja, nur wir können hier nicht unbedingt so Einfluss drauf nehmen, auf, sagen wir mal, die Freizügigkeit nach Nordkorea einzuwandern. Ne? Das ist schwierig. Ne? Aber innerhalb Europas, da sind wir ja alle Mitentscheider sozusagen, da müsste das dann schon mal selbstverständlich sein. Naja, wenn die Piratenpartei Deutschland was Interessantes in der Hand hat, was Nordkorea interessieren könnte, könnte man da mal in Verhandlungen treten, aber ich glaube, das ist jetzt so fürs Wahlprogramm nicht so entscheidend. Ja. Nein, aber fordern kann man diese Sachen natürlich trotzdem. Es wäre natürlich am schönsten, wenn es in der ganzen Welt eine komplette Freizügigkeit. Genau. Deswegen haben wir ja eben genau diese Grundwerte und diese Präambel und dann eben die konkreten Maßnahmen, die man zum Erreichen dessen die man ergreifen sollte. Ja. Genau. Also beispielsweise in der Präambel fordern wir eine mobilitätsfreundliche Visapolitik. Mhm. Dafür wollen wir uns einsetzen. Das betrifft dann natürlich auch Touristen, Studierende und so weiter. Ja. Also es zielt auch auf diese globale Bewegungsfreiheit letztlich ab, dass da die Möglichkeiten erleichtert werden sollen. Ja, stimmt. Das ist auch immer noch ein Theater. Ich weiß das natürlich aus meiner Tätigkeit an der Uni. Wenn man dann irgendwie, wir haben ja in der Romanistik auch immer Studenten aus Südamerika. Das ist immer ein Theater, bis die dann wieder, dann kriegen sie halt eine Aufenthaltsgenehmigung und dann ist halt, sind die mit ihrem Studium fertig, wollen aber eventuell noch promovieren. Dann ist das immer so doof in Deutschland, weil man als Promovent keinen richtigen Status hat und so, und dann muss man ein Theater machen. Und also zum Glück klappt das inzwischen relativ gut. Aber es ist trotzdem, also das könnte man ganz anders gestalten, vor allen Dingen, weil wir in Deutschland ja auch gerade Einwanderung von Leuten mit hoher Bildung und so haben wollen. Also dass die nun gerade dann wieder irgendwelche Schwierigkeiten haben. Genau, das haben wir ja hier auch unter dem Aspekt Legalisierung von Papierlosen. Ja. Man sagen muss, die sind irgendwie illegalisiert, dass sie plötzlich den Status verlieren, wie du es gerade gesagt hast, und haben ja aber ihren Lebensmittelpunkt und alles und gehören gefühlt hierher oder und sind plötzlich Illegalisierte. Und da gibt es teilweise schon
Projekte, wo das ganz gut funktioniert, aber das ist, da haben wir wieder das Problem, solange sowas über Ausnahmeregelungen geklärt wird, laden die natürlich zu Willkür ein und kann man sich nicht sicher sein, was eben dann dazu führt, dass man sich extrem in seinen Lebensumständen einschränken muss, wenn du nicht weißt, ob die Situation, in der du dich befindest, ob du dich in einem legalen Rahmen bewegst oder nicht zum Beispiel, was die Menschen in ihrem Alltag einfach unglaublich einschränkt. Ja. Ja, gut, dann geht's gleich los für ein liberales Aufenthaltsrecht. Das haben wir jetzt ja eigentlich schon angesprochen. Ich war ja etwas überrascht, dass hier nur von Ehegattennachzug die Regel ist. Ich dachte immer, wir hätten da ein erweitertes Familienkonzept in der Piratenpartei. Das ist ein bisschen schwach mit dem Ehegattennachzug. Also, ja. Ja, das ist ein guter Hinweis. Das ist halt... Das könnte eben so ein erster, relativ klarer Schritt sein, für den man sich bekennen kann. Muss natürlich mit den anderen Dingen, die wir in der Gesellschaft verändern wollen, einhergehen, klar. Ja, ist ein guter Punkt, das reicht so nicht aus. Naja, es geht vielleicht jetzt nicht unbedingt um homosexuelle Partnerschaften oder so, sondern es geht natürlich auch um sowas wie andere Verwandte, die man vielleicht... Ja. nachziehen möchte. Man hat vielleicht eine kranke Mutter, man hat vielleicht Kinder und so. Also das sollte irgendwie allgemeiner gefasst sein. Also okay, ich will das jetzt nicht kritisieren. Also Ehegatten. Nee, ist schon richtig. Ist zum Beispiel so ein Punkt, den man durchaus ändern könnte, noch erweitern könnte im Nachhinein. Ja. Ja. Wir haben eben, also weiterer Punkt, wir haben eben von in dem Teil zum Asylantrag haben wir schon von Legalisierten und Papierlosen kurz gesprochen. Mhm. Das heißt also beispielsweise Menschen, die in Griechenland ankommen, aber bis nach Deutschland erstmal reisen oder was, oder auch länger ohne einen Asylantrag zu stellen hier leben, werden häufig als Papierlose bezeichnet, haben also keine gültige Aufenthaltsgenehmigung und leben letztlich in Perspektivlosigkeit und haben keine Rechte und existieren ja auf dem Papier letztlich nicht. Sie sind halt da und leben in sehr isoliert unter Umständen und das ist sehr problematisch. Man ist zu einem Leben in der Illegalität letztlich gezwungen. Wir wollen, dass solche Leute legalisiert werden, also dass sie eine Aufenthaltsgenehmigung bekommen und aus diesem Status rauskommen. Ist natürlich sehr schwierig, denn es ist erstmal natürlich das Papier, dass man überhaupt sowas hat, wie so eine Geburtsurkundung und so. Da kann man vielleicht leicht helfen, aber hier habt ihr auch die medizinische Versorgung und den Bildungszugang angesprochen. Und Bildungszugang ist natürlich schon problematisch, wenn die Leute keine Nachweise mehr haben, weil sie nicht mitbringen konnten. Über ihr Hochschulstudium zum Beispiel wird das gleich sehr, sehr problematisch. Da ist man in Deutschland auch sehr bürokratisch. Ja. Ja, das kann man alles verbessern. Ja, Staatsangehörigkeit, mehrfach und durch Geburt. Genau. Ich glaube, da muss man gar nicht so viel sagen. Diese Forderungen sind auch nicht wahnsinnig neu. Ja. Also ich finde schon einen wichtigen Punkt. Ich habe bei den Piraten oft gelesen in Anträgen, Wahlrecht für alle und wer hier lebt, soll hier auch wählen. Da vergessen aber viele, dass es ja nicht nur um das Wahlrecht geht, sondern auch um die Staatsangehörigkeit. Und da finde ich es eigentlich, ich wäre sogar der Meinung, dass man sagt, nö, Wahlrecht nicht für alle, aber möglichst liberale Möglichkeiten, an die Staatsangehörigkeit zu kommen. Denn sonst verliert sich das. Und eigentlich braucht man eine Staatsangehörigkeit. Also wenn man die haben will, dann natürlich, klar. Also das steht in unserem Grundsatzprogramm auch schon so drin. Ja, ja. Da haben wir diese Forderung, die jetzt hier nochmal fürs Wahlprogramm ausformuliert ist, haben wir diese Forderung zum Beispiel schon drin zur Staatsangehörigkeit durch Geburt. Und da steht auch... das trifft jetzt ungefähr deine Argumentation, da steht ja auch drin in unserem Grundsatzprogramm, dass man dafür sorgen sollte, dass die Menschen gerne die deutsche Staatsbürgerschaft annehmen und dass das ein Zeichen dafür ist, wie gut die Integration funktioniert. Ich bin da ein bisschen anderer Meinung, weil ich eben für den Demokratieabbau und für eine pluralistische Gesellschaft, in der Menschen sich frei bewegen können, ohne sich dafür entscheiden zu müssen, und nicht diese Hürde haben, um an der Gesellschaft partizipieren zu können. Deswegen sehe ich das ein bisschen anders als du. Aber das ist wieder was, wo man
zwei Ansätze gleichzeitig fahren kann. Natürlich muss man die Möglichkeiten erleichtern, an die Staatsangehörigkeit ranzukommen, wenn man sie haben möchte. Aber sie sollte eben auch nicht Voraussetzung dafür sein, dass man an der Gesellschaft partizipieren kann. Das ist sicherlich richtig. Also da kann man schon, da stimmen wir eigentlich immer ein. Nur ich finde halt, wenn man auf der einen Seite sagt, ja, wir lassen die Leute partizipieren, dann kann es dazu führen, dass das sehr wichtige Punkt, dass man auch an die Staatsbürgerschaft kommen soll, ein bisschen hinten runterfällt. Und das finde ich nicht so gut. Also ich bin konkret deshalb, also finde ich das so wichtig, weil eben eine befreundete Kollegin von mir, die ist Französin, das ist sogar innerhalb der EU, das glaubt man gar nicht. Die ist aber eigentlich Deutsche und ist aus familiengeschichtlichen Gründen mal nach Frankreich gegangen, und da man damals nicht zwei Staatsbürgerschaften haben konnte, hat sie auf die Deutsche verzichtet und ist jetzt Französin. Jetzt möchte sie aber gerne, weil sie jetzt in Berlin lebt, die deutsche Staatsbürgerschaft wieder haben. Und dann sagen die deutschen Behörden, ja klar, die können sie natürlich wieder haben, weil sie die schon mal hatten. Aber da müssen sie Französische aufgeben. Das kann sie aber nicht tun, weil sie da Beamtin war, und damit sie weiter ihre Rentenansprüche hat, muss sie die behalten. Das heißt, sie kriegt die Deutsche nicht. Jetzt kann man sagen, ist nicht schlimm, aber sie ärgert sich natürlich schon, weil sie hier nur doch nicht überall partizipieren kann, und es gibt ganz viele Kleinigkeiten, wo sie dann immer extra Bescheinigungen anbringen muss und so. Sie muss ständig mit ihrer Meldebestätigung rumlaufen und so, weil dann gesagt wird, nö, das gehört ja nicht zu uns. Aber genau, das trifft ja beide Probleme eigentlich. Zum einen, dass man die Hürden abbauen muss für Menschen, die nicht die Staatsangehörigkeit haben. Zum anderen muss man natürlich eine doppelte Staatsbürgerschaft auch zulassen. Genau, mehrfach, das ist ganz, ganz wichtig. Oder eine mehrfache sowieso, genau. Ja, steht hier tatsächlich auch drin. Ja, genau. Ja, und diese Optionspflicht, das ist letztlich, du musst dich entscheiden, also viele haben, viele Kinder und Jugendliche haben zum Beispiel bis zu dem 18. Lebensjahr die Staatsangehörigkeit, zwei Staatsangehörigkeiten beispielsweise von zwei Elternteilen, und müssen sich dann entscheiden, welche sie haben wollen. Ja. Sowas zum Beispiel denken wir auch, dass das nicht nötig ist. Ja. Ja, gut, für die Teilhabe aller Menschen haben wir dann was. Hier geht es um Wahlrecht. Genau, hatten wir eigentlich gerade. Sprich, Wahlrecht, und solange das Wahlrecht, also kommunale Wahlrecht, auch eben für Nicht-EU-Bürgerinnen und Bürger, nach 3 Monaten Aufenthalt in Deutschland. Und solange das nicht gegeben ist, sollen Interessensvertretungen gestärkt werden, sprich Ausländerbeiräte und so weiter. Wobei man das auch vielleicht sowieso braucht. Also selbst wenn man dann schon das Wahlrecht hat, ist, das sagte ich ja hin, das ist jetzt ein triviales Beispiel mit meiner französischen Bekannten, weil es halt hier in Europa alles noch relativ leicht ist, aber wenn man sonst woher kommt, ist natürlich, braucht man vielleicht die Interessenvertretung, auch wenn man schon verschiedene Rechte hier hat. Auf jeden Fall, auch gerade Sinne der Minderheitenvertretung. Ja. Also ich sehe das häufig, dass diese Ausländerbeiräte mehr so als Schmuck und wir machen ja was für euch gesehen werden. Richtig. Die haben keinerlei irgendwie Legitimation, irgendwas zu beschließen oder sonst was. Die gibt's halt, die können irgendwie tolle Sachen beschließen und erarbeiten und tolle Erklärungen und Pressemitteilungen abgeben und die werden dann vielleicht auch mal befolgt oder so. Aber letztlich ist es halt eher Show, dass es da so gewählte Vertretungen gibt. Und das kann halt so nicht sein. Gerade weil es da sehr viele Leute gibt, die sich da engagieren und für die Rechte vieler Menschen eintreten und dann da letztlich irgendwie an einer Showveranstaltung teilnehmen. Ja, dann haben wir die moderne, weltoffene Verwaltung. Das ist natürlich ein dickes Brett. Naja. Ja. Klar. Also da geht es darum, dass eben auch die Unterpunkte sind Unabhängigkeit und Kompetenz für die zuständigen Akteure. Das muss man vielleicht näher erklären. Andere Dinge erklären sich mehr. Interkulturelle Öffnung der Verwaltung ist natürlich klar. Die Leute brauchen da eine gewisse Kompetenz. Diversität in der Verwaltung. Behörden gehen durch anonymisierte Bewerbungsverfahren mit gutem Beispiel voran. Das heißt also, man soll eben auch die Diversität der Gesellschaft in der Verwaltung abbilden. Klar. Das Erste mit der Kompetenz muss vielleicht nochmal erläutert werden. Das klingt jetzt so ein bisschen nach Schlagwort Unabhängigkeit und Kompetenz für die zuständigen Akteure. Das klingt nach Politikersprech.
letztlich geht es darum, dass es eine Institution gibt, die darauf schaut, dass diese Vielfalt der Gesellschaft, dieses friedliche Zusammenleben letztlich gewahrt bleibt und gefördert wird. Hier wird von einer Stärkung der Migrationsfragen gesprochen. Das heißt, Migrantinnen und Migranten, den Punkt hatten wir eben schon mit den Ausländerbeiräten zum Beispiel, dass mehr auf die Belange der Menschen geschaut wird und das eben auch mit einer Institution. Ich glaube, es geht auch noch darum, auch ein Vertrauen und einen Austausch zu stärken, weil auch gerade aufgrund der rechtlich unsicheren Situation, in der sich viele Migranten befinden, gibt es oftmals ein großes Misstrauen gegenüber Behörden im Allgemeinen. Mhm. Und das erlebe ich in Neukölln auch ganz viel auf kommunaler Ebene. Mhm. Und dieses Misstrauen kommt nicht immer von ungefähr. Das trifft jetzt wieder zum Beispiel den Asylantrag, den wir vorhin hatten. Es gibt einen ganzen Katalog von Kriminalisierungsmechanismen, die greifen bei Migranten mit ungeklärtem Aufenthaltsstatus zum Beispiel von behördlicher Seite. Das sind also Dinge, man meidet grundsätzlich erstmal den Kontakt mit behördlichen Stellen oder auch Vollzugsbeamten, weil es da so ein grundsätzliches Misstrauen gibt, was dazu führt, dass es einen eigentlich eher noch mehr exkludiert. Und deswegen, das ist, glaube ich, auch mit interkulturelle Kompetenz gemeint, je mehr Migranten selber die Möglichkeit haben, innerhalb der Behörden und des erweiterten Staatsapparats, sage ich jetzt mal so, Interessen zu vertreten, aber auch schlichtweg zu arbeiten und Probleme von Migranten ihrer Herkunftsländer zum Beispiel pflegen können, desto größer wird wahrscheinlich auch ein Vertrauen und eine Durchlässigkeit von Behörden selber. Also das ist wichtig für den Abbau von Repression auf beiden Seiten. Ja, das geht letztlich auch über Behörden hinaus. Wir hatten in dem Vortrag auf dem Asylplenum zu Bildung im Migrationskontext, gab es die Forderung, mehr Menschen mit Migrationshintergrund in den Lehrberuf zu holen. Das heißt, dass dort auch Vorbilder entstehen und letztlich auch vielleicht. Das kommt aber eigentlich noch. Mhm. Ja. 7. Ja, stimmt. Wir sind jetzt hier ja bei dieser. Bei 4. Also, der erste, mit dem ersten Absatz hier, Unabhängigkeit und Kompetenz für zuständige Akteure, das ist problematisch. Das ist wirklich viel so politisch, das sind so Formeln und ich weiß auch nicht, ob die Zusammenführung der Verantwortungsbereiche so wirklich immer gut ist, wenn man plötzlich so eine Superbehörde für Migration hat, weiß ich nicht. Also das ist, ja, kann man fordern, ich bilde mich da jetzt nicht. Ich bin ja mehr für klein. Letztlich löst man durch sowas alleine natürlich auch keine Probleme. Das sollte klar sein. Sowas geht natürlich einher damit, dass trotzdem verschiedene Punkte da umgesetzt gehören. Ja. Das andere ist natürlich unstrittig, interkulturelle Öffnung der Verwaltung. Da muss Kompetenz rein in die Verwaltung, interkulturelle Kompetenz, das geht gar nicht anders. Und Diversität natürlich, da hat man die Kompetenz natürlich am besten, wenn die Leute da auch selber zum Teil betroffen sind, ganz klar. Und da ist natürlich sind natürlich anonymisierte Bewerbungen schon mal ein guter Ansatz. Ne? Auf jeden Fall. Ja. Ja. Dann haben wir die tolerante und erfolgreiche Arbeitsmarktpolitik. Tja, das ist, vielleicht sagt jemand was dazu. Moment, ich habe gerade die Seite verloren. Jetzt habe ich das, was du gerade hast. 6078 ist die Nummer in Liquid Feedback. Achso, ich hatte es jetzt im Antrag. Jetzt habe ich ihn wieder. Ja, aber Kevin kann ja das sagen. Wir hatten das eben schon angesprochen bei der Verwaltung, also dass es eine Diversität in der Verwaltung, eine weltoffene, interkulturelle Öffnung der Verwaltung geben soll. Am Arbeitsmarkt gibt es häufig das Problem, dass Migrantinnen und Migranten dort ausgeschlossen werden, der Zugang eben zum Arbeitsmarkt und zu verschiedenen Berufsbildern einfach sehr, sehr schwer ist.
wir wollen eben, dass es geöffnet wird und dass da verschiedene Möglichkeiten ergriffen werden, den Arbeitsmarkt offen und fair zu gestalten, eben für alle Menschen und nicht eben nur für Leute, die ja, letztlich für alle Menschen, die hier leben. Ja. Ja. Genau. Ein weiterer Punkt ist, dass Berufs- und Schulabschlüsse aus dem Ausland anerkannt werden, was derzeit auch ein großes Problem darstellt. Ja. Ich meine, da kannst du sicher was zu sagen. Ja, wenn du, kenne ich mich ein bisschen aus, weil ich da entsprechende Fälle in meiner beruflichen Tätigkeit immer wieder auch sehe. Wo man sich dann wirklich nur wundert. Also es ist schon sehr bürokratisiert in Deutschland. Also gerade wenn man irgendwie an eine Hochschule will, das ist zum Teil absurd. Also ja, das muss wirklich alles erleichtert werden, ganz klar. Ja. Ja, dann kommen wir zu einem ganz allgemeinen Appell, ne? Ja. Gegen Diskriminierung und für Toleranz. Da geht es uns vor allem darum, dass man Diskriminierung in seiner Ganzheit betrachtet, wie sie sich durch behördliche, durch Institute, auch durch so versteckte Dinge wie im Bildungssystem zum Beispiel stattfinden, dass man teilweise benachteiligte Gruppen gegeneinander ausspielt. Auch auf behördlicher Seite, wir haben ja gerade schon gesprochen von der Arbeitsmarktpolitik, da ist das zum Beispiel bezeichnend. Dass wir uns dazu bekennen, dass es unsere Verantwortung ist, auch eine historisch gewachsene Verantwortung, das zu bekämpfen, sich dagegen zu stellen und es dort zu erkennen, wo das stattfindet, in seiner Gesamtheit. Also auch im alltäglichen Leben, wenn zum Beispiel nicht von behördlicher Seite, aber strukturell von Arbeitgebern Diskriminierung stattfindet, dass es dann eine gesellschaftliche Aufgabe ist, sich dagegen zu stellen zum Beispiel. Und dafür, da geht es eben darum, dass zum einen Einstellungsverfahren nachvollzogen werden können, also so, dass man überhaupt erstmal diese strukturelle Diskriminierung erkennen und aufdecken kann. Und zum anderen, dass man Projekte fördert, die sich die Bekämpfung dieser oftmals verdeckten strukturellen Diskriminierung zur Aufgabe macht, dass das gefördert wird. Ja, das ist ganz klar. Wobei ich immer Toleranz finde, ich ist eigentlich zu wenig. Also in vielen Fällen, wenn man sagt, ja, Toleranz. Wir sind ja so tolerant, aber ich meine, es muss natürlich noch mehr sein. Es muss auch eine Art von Akzeptanz da sein. Das geht ja über Toleranz hinaus. Aber steht ja da gegen Diskriminierung. Also ich denke, es ist relativ klar, dass da dieses interkulturelle Zusammenleben, sei auch so ein Wort, dass das eben gefördert werden muss. Ja, und jetzt sind wir beim Bildungssystem. Jetzt kannst du deinen Punkt anbringen, Kevin, den du vorhin schon mal sagen wolltest. Ja, ich wiederhole das jetzt am besten nicht nochmal komplett. Es geht einfach darum, dass ähnlich wie wir bei vielen anderen Punkten davor, wie zum Beispiel auch eben dem Arbeitsmarkt hatten, dass es da keine Trennung von Menschengruppen geben darf, sondern dass alle Menschen gemeinsam lernen, gemeinsam leben müssen. Und dafür hatten wir diesen Punkt mit den Lehrkräften. Lehrkräfte mit Migrationshintergrund sollen da eben auch gefördert werden, um dort auch positive Vorbilder zu schaffen. Ja. Ja, und auch natürlich einfach den Zugang zu Bildung, der für viele Menschen mit Migrationshintergrund eben noch nicht so klar ist, nicht so einfach ist, zu erleichtern. Was über, also kurz oder lang, dann natürlich auch dazu führt, dass es mehr Menschen mit Migrationshintergrund in einem Lehrerberuf zum Beispiel gibt. Ja. Ja, ein weiterer Punkt sind Deutschkurse, dass die eben für alle Menschen geöffnet werden sollen, dass es da einen Rechtsanspruch drauf gibt. Letztlich auch offensichtlich, wieso das sinnvoll ist. Ja, also es ist auch total witzig, bis zu einem Sprachniveau B1. Also bis zum Ende von B1 oder bis man das B1 erreicht hat? Also sozusagen A1, A2 werden übernommen und wenn man dann
B1 erreicht hat, dann, also im Grunde wird ja nur A1, A2. Ja. Ja gut, nee, stimmt nicht. A2 ist das Ende, der Abschluss ist A2, also der dritte Kurs ist B1. Was ja viel zu wenig ist. Ja. Also eigentlich muss man wirklich auf C2 kommen. Ja, hier steht ja, für ein Studium jedoch ist zum Beispiel das höhere Niveau C2 ja. Voraussetzung. Ja. Und dann kann es nicht sein, dass so das die Basic-Sprache wird einem dann kostenfrei, hat man dann Zugang zu Kursen und ab dann nicht mehr. Mhm. Und das ist natürlich. Ja. Also ich erlebe das ja auch ganz viele Geflüchtete, die ein unglaublich hohes Bildungsniveau haben, die in Neukölln zum Beispiel leben und die bekommen dann erstmal diese Pflicht-Integrationskurse, die ja auch nicht nur Sprachkurse sind, sondern diese Integrationskurse eben, denen sie verpflichtet sind und danach sind viele von ihnen Kunden beim Jobcenter, wie man so schön in Behördensprech sagt. Ja. Und müssen dann dort, wenn sie nicht vermittelt werden können, diese dämlichen, überhaupt nicht auf sie zugeschnittenen Maßnahmen mitmachen und so weiter, obwohl sie eigentlich hochgebildet sind und eigentlich nur eine weitere Sprachförderung bräuchten, die auch nicht teurer wäre, als Menschen so ewig in Arbeitslosigkeit zu haben. Richtig, ja. Ja. Ja, damit haben wir diesen Antrag auch durch. Genau. Ja. Der Antrag hat auch eine recht große Mehrheit bekommen im Liquid 79, Feedback. Ich habe gerade schon das Fenster schon zugemacht im Effekt. Ja, 79% waren es. Etwas weniger als bei dem asylpolitischen Antrag. Da gab es auch schon jetzt Diskussionen, woran das liegen könnte. Morgen, also wahrscheinlich, wenn der Podcast draußen ist, wird die Entscheidung gefällt sein. Es gibt noch die Überlegung, da Teile, die mehr Kritik bekommen haben, rauszunehmen. Aber ich persönlich würde den gerne genauso lassen und eigentlich. Also letzten Endes kann man es immer noch modular. Ja, ja. Na, ich fand ihn insgesamt sprachlich nicht so toll. Da habe ich ja schon gesagt, da ist dieses Politikgeschwurbel drin. Das ist bei dem anderen Antrag deutlich weniger. Das sind natürlich hohe Ansprüche. Ja, nee, aber das ist wirklich, ich glaube, der andere, ich weiß nicht, ob das andere Autoren waren oder so. Ja, durchaus, ja. Der andere Antrag ist irgendwie sehr konkret, das liest sich gut, das ist irgendwie auch so, sind so klare Formeln. Das kann ich gleich unterschreiben. Bei diesem Antrag, das spielt schon eine Rolle. Also wenn die Leute das. Ich meine, du musst ja immer denken, die müssen es lesen, ne? Müssen es verstehen. Und wenn man, also ich glaube, da kommt es ziemlich drauf an. Obwohl so Sachen wie die Länge. Der muss zum Beispiel, denke ich, ist auch wichtig, dass wir unsere Wahlprogramme auch nochmal so überarbeiten, dass wir die in eine lesbare Form oder halt und angleichen. Also ich meine jetzt, ich denke, die beiden Anträge sind eher ein Beispiel, wie man einen Antrag ganz gut formulieren kann. Da gibt es Anträge, die sind deutlich schlechter. Es hörte sich jetzt so an, als würde ich den ganz schlecht machen wollen, diesen Antrag. Ich wollte nur erklären, warum der vielleicht weniger hat als der andere. Aber natürlich ist der Antrag, also im Vergleich zu vielen anderen, Gold, das ist ja klar. Und was ich zum Beispiel wichtig finde, ist, dass wir das an, ich denke, wir können nicht von jedem Menschen erwarten, dass sich da so ein riesen Wahlprogramm von jeder Partei durchgelesen wird, sondern dass wir das auch in leichter Sprache aufbereiten und zugänglich machen müssen. Also leichte Sprache im echten Sinne wäre sowieso eine tolle Sache, wenn wir das hinkriegen. Das ist natürlich unglaublich viel Aufwand, aber das ist sehr viel Aufwand, aber das wäre natürlich eine Möglichkeit, wenn wir das schaffen. Ist das natürlich, was Barrierefreiheit angeht, wäre das schon ein tolles Ding. Ja. Das sollten wir hinkriegen. Ja, das wäre klasse. Da setze ich mir jetzt mal nicht den Hut auf, weil damit muss man sich dann auch auskennen. Ich bin ja auch schon angesprochen worden und Johannes Pohnader schrieb mir, du machst das ja. Und dann habe ich gesagt, wie, ich mach das ja. Ich hätte doch mal gesagt, ich habe gesagt, dass ich das interessant finde und da gerne, also es gerne unterstützen würde und auch mitmachen würde. Aber da ich noch nie was in leichte Sprache übertragen habe, kann ich da nicht der federführende Mann sein. Also hier nochmal ein Appell an dieser Stelle. Wenn sich da jemand findet, der sowas schon mal gemacht hat und weiß, wie sowas geht. Ja, das wäre natürlich auch wichtig. Man kriegt vielleicht diese Anträge nochmal auch in Flyergröße, falls sie denn durchkommen. Und mehrsprachig sowieso.
Mhm. Gerade bei solchen Themen, ja. Ja. Macht das sehr viel Sinn. Ja. Ja. Ja, also ich denke mal, beide Anträge sollten angenommen werden. Und hoffe, dass das klappt auf dem Bundesparteitag. Also nochmal ein Appell an alle, die sich mit der Tagesordnung beschäftigen. Stimmt für diese Anträge, damit die auf die Tagesordnung kommen. Ne? Es wird da wahrscheinlich wieder so ein Lime-Survey geben, was kaum zu handeln ist, aber das wären zum Beispiel so Anträge, die dann da... Ich denke auch, also letztlich wird das ja jetzt der letzte Parteitag vor der Bundestagswahl sein, programmatischer Parteitag. Ja. Wir können, und das sage ich auch so strikt, weil ich das auch tatsächlich so empfinde, wir können nicht in eine Bundestagswahl gehen und auch im Hinblick erstmal auf den Wahlkampf und auf die Fraktion danach, ohne Worte zu eben sowas wie Migration und Asylpolitik im Programm zu haben. Das ist ganz sehr peinlich. Ah, ich gucke jetzt gerade nochmal auf meine Liste. Ich habe natürlich noch eine ganz wichtige Frage in dem Zusammenhang übersehen, die ich hier aufgeschrieben hatte, aber jetzt nicht gestellt habe. Kann man im Kurzen zusammenfassen, wie sich unsere Asylpolitik und unsere Migrationspolitik unterscheidet von der Asylpolitik und der Migrationspolitik der anderen Parteien? Gut, CDU, CSU müssen wir vielleicht nicht drauf eingehen, die sind ja generell wahrscheinlich da gegen Asyl und Migration. SPD, weiß ich nicht, ob die interessante neue Ideen haben, aber besonders bei den Grünen und bei den Linken, wie sieht das aus? Gibt es da Unterschiede? Also ich denke, was so auch ja die Ideologie der Piratenpartei letztlich ist, ist, dass jedem Menschen Freiheit zur persönlichen Entfaltung gegeben werden soll und ein selbstbestimmtes Leben garantiert werden soll, ohne staatliche Eingriffe. Mhm. Das wird in dieser Thematik um Asyl und Migration letztlich ja auch einfach nur angewendet. Wir wollen auch den Menschen, alle Menschen und Grundrechte garantieren und ihnen Raum zur Entfaltung geben. Ich denke, das ist zum Beispiel diese Plattformneutralität. Der Staat muss dafür Sorge tragen, dass die Menschen den Raum und die Mittel dafür haben. Mhm. Ich denke, das haben wir hier ganz gut umgesetzt und auch in realpolitische Forderungen umgesetzt. Wie sich das jetzt von anderen Parteien unterscheidet. Ich denke, gerade mit der Linkspartei gibt es da sehr viele Überschneidungen, besonders in der Asylpolitik. Die haben sich ja auch sehr hinter diese Proteste gestellt und die auch unterstützt. Ich denke, dass man da sehr gut zusammenarbeiten kann. Bei den Grünen, ich sehe das natürlich auch immer durch die hessische Brille irgendwie so ein bisschen. Ich glaube, das dürfte dann wiederum ein Tick schwerer werden. Letztlich sind die aber auch eher bei unserer Position als dagegen. Und ich denke, mit den Grünen können wir zum Beispiel da auch gut zusammenarbeiten. Bei SPD bin ich persönlich sehr skeptisch. Ich persönlich auch. Ich bin ja aber auch kommunal unter Buschkowski am Arbeiten. Deswegen weiß ich, was da teilweise für Positionen es gibt. Die sind da sehr unterschiedlich innerhalb der Partei. Ich bin da zu einer Veranstaltung von der SPD im Bundestag eingeladen zum Thema Asylneudenken. Da bin ich gespannt, was dabei rauskommt. Mhm. Aber das ist eben auch wieder nur der linke Flügel der Fraktion und letzten Endes, wie wichtig das Thema noch ist, wenn man in Koalitionsverhandlungen geht, bin ich mir bei der SPD auch nicht besonders sicher. Da bin ich mir persönlich sicher, dass das hinten runterfällt. Ja, so wollte ich es jetzt nicht, aber eigentlich hast du recht, das sehe ich aber auch so. Aber gehört nicht Buschkowski sogar zum linken Flügel? Nein. Ja, dass er in seinen asylpolitischen oder migrationspolitischen Punkten nicht links ist, heißt ja nicht, dass er innerhalb der SPD... Nee, also er gehört zum klassischen Arbeitervertretungsspektrum, aber in seinen Positionen ist er ganz klar nicht im linken Flügel, nein. Mhm. Denke ich auch. Naja. Also und auch nicht nur zu dem Thema, auch generell. Mhm. Letztlich... auch wenn ich diese Nicht-Links-Nicht-Rechts-Sache auch schrecklich finde, können wir schon nochmal betonen, weil es Kritik auch an diesen, also an der asylpolitischen Arbeit in der Piratenpartei gab, das sei ein linkes Thema oder sowas. Ich denke, auch wenn natürlich linke Parteien und Aktivistinnen sich das Thema da eher mal auf die Fahne schreiben, geht es hier einfach um Menschen und Grundrechte und die müssen jedem Menschen garantiert werden, egal woher er kommt. Genau. Und finde ich schlimm, dass das dann so immer, ach, das ist ein linkes Thema oder so, da so abgewertet zum wird. Zum anderen, vielleicht ist das auch noch ein Unterschied zu anderen Aktivistinnen, wie sie daran gehen, eben wieder dieser selbstbestimmte
dass man diese Selbstbestimmung in den Fokus stellt. Ja, ja, ja. Also, dass nach Möglichkeit sollten sowieso solche Menschen darüber selber entscheiden können, über wie sieht eine Unterbringung aus und so weiter und so fort. Mhm. Das wäre eigentlich ideal. Ja. Also. Genau, das ist zum Beispiel auch nicht unsere Aufgabe in dem Parlament dann zu sagen, wie das passiert. Haben wir ja auch da drin stehen, dass da die Partizipation und die Einbeziehung, Teilhabe, politische Teilhabe der Menschen auch gefördert werden muss. Es kann nicht dabei bleiben, dass wir sagen, okay, das ist für die Unterbringung kommt und jetzt irgendwie dahin und genau, wir machen das jetzt mal so. Wir machen das so, weil das ist besser für euch. Genau. Ja. Und da sehe ich auch so ein bisschen das Problem bei den Ansätzen der SPD. Die ist natürlich tatsächlich dann so ein bisschen paternalistisch und man will das alles regeln für die Leute. Und also wenn ich das richtig verstehe. Natürlich ist es wichtig, dass, und da denke ich, sehe ich die Piraten auch als, sehe ich sehr viel Potenzial, dass wir für solche Menschen eine Plattform sein können und ein Multiplikator auch solchen Menschen eine Möglichkeit geben, ihre politischen Forderungen laut und gehört. Ich werde im Laufe des Jahres wahrscheinlich Gelegenheit haben, mich nochmal auseinanderzusetzen mit den Wahlprogrammen der anderen. Und dann werde ich mal das Thema, weil man die ja nicht alle gesamt bearbeiten kann, dann werden die Podcasts zu lang. Aber das Thema Asylpolitik und Migrationspolitik oder die beiden Themen kann ich mir ja dann nochmal besonders vornehmen in den Wahlprogrammen. Ja, das ist bestimmt spannend. Mhm. Ich weiß noch nicht genau, wie ich es mache, ob ich wieder so einmal das gesamte grüne Programm nehme oder ob man verschiedene Themen rausnimmt und dann die verschiedenen Wahlprogramme, also beides ist interessant, vielleicht kann man auch beides machen. Ich denke, also auf dem Plenum gab es tatsächlich dazu einen Workshop von Rilo und Katten aus Leipzig, Dresden. Ja. Die unter dem Titel die politischen Positionen der Parteien zu Migration und Asyl. Eben auch im Vergleich zu den politischen Positionen der Piraten. Ich habe den Workshop leider nicht gesehen, weil ich in dem Vortrag in dem anderen Raum war. Aber der kommt auch bald auf YouTube und wir verlinken den. Ja, wir verlinken den, dann sehen wir das. Der ist auf YouTube, sehe ich gerade. Ah. Ja, also einfach auf der Seite des Plenums ganz unten. Mhm. Ich habe die Seite des Plenums jetzt leider schon zugemacht, aber ich werde das wiederfinden und verlinken. Genau. Ja, dann haben wir noch schon ganz gute Anregungen und dann bin ich auf die Diskussion in Neumarkt gespannt. Aber ich bin eigentlich zuversichtlich, dass beide Anträge durchkommen. Wenn die Diskussion dort geführt wird, dann hoffe ich doch auch, dass die... Ja, das denke ich auch. Genau. Aber ich bin guter Dinge. Ja, na dann blicken wir mal optimistisch in die Zukunft. Ja, also ich glaube, wir sind so weit am Ende. Also ich finde gerade, das ist auch sehr schön, dass ihr euch da engagiert in diesem Bereich. Ich weiß nicht, so richtig so ein Piratenkernthema war es ja nicht. Geht ja jetzt erst langsam so zum ganz wichtigen Thema. Das stimmt, aber ich glaube, dass viele Leute dankbar dafür sind, dass wir das beackern. Ja. Und dass es da viele kompetente Leute gibt. Weil ich glaube, unterschreiben können viele das. Hoffe ich zumindest. Und dass wir ein paar Leute haben, die da wirklich engagiert sind und da auch sich reinfuchsen, ist, glaube ich, schon gut. Ja, letztlich ist das ja auch kein Thema, mit dem groß Wahlkampf geführt wird oder so. Ein sehr, sehr, vielleicht, weiß nicht, prestigelos oder was, prestigeloses Thema. Also da gibt es kaum Podiumsdiskussionen zu oder sowas. Aber ja. Ja. Auf der anderen Seite aber trotzdem wahnsinnig wichtig, denn die rechtspopulistischen Parteien machen genau mit diesen Themen Wahlkampf. Genau, ganz genau. Und da, dem muss man was entgegenstellen und das, finde ich, kann man durchaus auch im Wahlkampf tun. Ja, und dem muss man was anderes entgegenstellen als so ein Buschkowski. Ganz genau. Das ist halt schon ganz wichtig. Und ich glaube, letztlich ist es doch ein Kernthema der Piraten. Du hast es eigentlich schon gesagt, vorhin mal, Kevin, mit der Sache, dass also die Freizügigkeit und Plattformneutralität. Ich meine, das ist ja genau der Punkt. Also wir können ja nicht sagen, wir machen jetzt Freiheit, aber Freiheit und Teilhabe, aber nur nicht für alle. Also nur für bestimmte Leute. Ja. Also nicht für alle. Ja. Das geht natürlich nicht. Ja, ich denke auch, dass diese Grundwerte, die sich durchs ganze Programm ziehen, auch dieser rote Faden und letztlich in diesem Thema sehr schön zusammengefasst wird. Wir haben zum Beispiel auch sowas wie Zugang zu Bildung, Kultur und Internet und sowas. Medienkompetenz, letztlich alles eben drin. Betrifft halt einen Teil der Gesellschaft. Ja. Und richtig.
Ja. Ja, schlimm ja. genug, dass wir alles das mit reinschreiben müssen, weil das zeigt nur, dass das alles Bereiche sind, mhm. wo die Zugänge versperrt sind. Ja. ja, ja. Richtig. Ja, das ist in der Tat der Punkt. Also das ist wirklich ein Thema, was ganz zentral ist und was eben andere nicht so sehen. Und wo es ja auch in der Piratenpartei manche Leute gibt, die sagen, ja, das ist Sozialpolitik, ne? Und nicht sehen, dass das eigentlich ganz fundamental ist mhm. und tatsächlich immer auch Menschenrechte im Spiel sind. Ja. Ja. Ja, dann herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen Dank für die Möglichkeit, die Anträge vorzustellen. Ja, aber, ja, ja. für deine Einladung. Sehr gemütlich ja. bei dir. Ja. Ja, ich habe euch gar nicht richtig anbieten können, weil das heute alles dann auch für mich, ich bin gerade so ein bisschen schlecht organisiert. Wollt ihr denn, Entschuldigung, eigentlich waren wir fertig, aber ich habe doch noch eine Frage. Ich muss immer, bevor ich hier so zum Ende komme, nochmal auf meine Liste gucken. Ihr wollt ja beide irgendwelche Mandate erringen. Also jedenfalls theoretisch. Also Anne als Direktkandidatin hier und Kevin möchte gern in den Landtag, in den Hessischen Landtag und hast da, glaube ich, auch einen guten Listenplatz. Ne? Ich bin auf Platz 7. Ja, das könnte klappen. Ne? Ja, mal schauen. Ja. Also derzeit, so als Beispiel, finde ich immer die Linke gut. Die Linke hat derzeit 6 Sitze und hatte 5,3%. Mhm. Wir könnten 7 bei 5,4 schon haben oder so. Mhm. Das wird mit den Überhangmandaten und so nicht ganz sicher. Aber ich glaube, wenn wir die 5% kriegen, dann bin ich guter Dinge, dass es reicht, dass wir auch 7 Sitze kriegen. Mhm. Ja, das denke ich auch. Ja. Und ist das dann auch euer Thema, wenn ihr dann eingezogen seid oder ein Mandat errungen habt, wäre das dann auch euer Schwerpunktthema oder habt ihr noch andere? Ich habe durchaus auch andere. Ich glaube aber, dass innerhalb der Fraktion das schon ein Thema wäre, was ich gut besetzen könnte. Mhm. Ich habe noch andere Themen wie zum Beispiel Infrastruktur und Verkehr. Das habe ich bisher natürlich mich eher auf die Landesebene konzentriert. Das ist auf Bundesebene ja ein bisschen was anderes, aber es ist auch was mir am Herzen liegt und wo ich mich einfuchsen könnte. Oder es gerne tun würde, aber ich glaube, in dem Bereich wäre ich schon jemand, der mit Herzblut und Kompetenz und mit schon Erfahrung mit dem politischen Diskurs über dieses Thema da reingehen könnte und sich da gut kümmern würde. Ja, ich denke, bei mir wäre das ähnlich. Ich bin auch bei der Vorstellung und so offen eigentlich mit diesem Thema umgegangen, dass das eins meiner Themen ist, die ich da gerne bearbeiten würde. Ein weiterer Schwerpunkt ist zum Beispiel Innenpolitik, Grundrechte eben auch in diesem Kontext von Versammlungsfreiheit und so weiter, Polizeieinsätze und sowas wie Kinder- und Jugendförderung, würde ich das jetzt vielleicht nennen, sprich Kulturangebote für Kinder und Jugendliche fördern, weil die eben auch in Hessen durch diese ganze Schuldenbremse und Sparpolitik alle unter Gefahr stehen und Freiräume für Jugendliche eigentlich immer weiter wegfallen, statt sie, wie ich denke, ich hier auch Konsens ist, aufrechtzuerhalten und immer weiter zu fördern. Und das Gegenteil passiert, was natürlich auch zu Ausgrenzung aus der Gesellschaft und zu Gruppenbildung letztlich irgendwie führt und das ist nicht gut. Aber ja, ich denke, Asyl- und Migrationspolitik sehe ich zum Beispiel auch derzeit auf der Liste einige Leute, die da sicher gute Positionen vertreten würden. Bin ich mir sicher, aber das eben nicht als Schwerpunkt haben. Deswegen denke ich, es ist auch sinnvoll, wenn Leute im Parlament sitzen, die das eben so als einen ihrer Fokusse nehmen. Mhm. Ja. Ja. Ja, gut. Ich glaube, jetzt haben wir es wirklich. Also jetzt habe ich nichts mehr auf meiner Liste. Ja, also nochmal vielen Dank und dann haben wir wahrscheinlich bei Gelegenheit nochmal die Möglichkeit, über Teilaspekte dieser Thematik dann auch nochmal zu sprechen, denke ich. Gerne. Ja. Ja. Sehr gerne. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Auf Wiederhören. Bis zum nächsten Klabautercast.
Ich habe das Gefühl, dass sich so die Leute insgesamt sehr, sehr wohl gefühlt haben und es eine sehr lockere Stimmung war. Von der Presse kamen teilweise sehr kritische Fragen, wo auch nochmal danach gefragt wurde nach Postgender und so ganz grundsätzliche Sachen. Aber von der Präsentation her fand ich es vor allem sehr... ich hatte den Eindruck, dass sehr viele da mit einem großen Motivationsschub rausgegangen sind aus der Konferenz. Mhm. Vielleicht ist das auch das Hauptergebnis, ehrlich gesagt. Ja, ja, das ist so ein gutes Ergebnis. Also ich meine, Motivationsschub braucht man doch. Ja, stimmt. Ja, ich denke auch, also ist ja heute auch rausgekommen, dass das nicht das Ende der Debatte sein soll, sondern sich gezeigt hat, dass viele Leute da Interesse dran haben, an dem Thema zu arbeiten. Und dadurch, dass es halt eben sehr produktiv auch heute war und gestern, denke ich, dass da noch viel zu passieren wird. Ja. Ja, und jetzt brauche ich den super Übergang zu unserem Thema. Kann man ja leicht machen, denn Kevin, du hast ja schon mal organisatorisch gearbeitet, nämlich über das Thema Migration und Asyl beim Bundespolitischen Plenum zu Migration und Asyl, ziemlich genau vor einem Monat in Frankfurt. Ne? Genau. Wir haben auf dem Bundesparteitag in Bochum die Idee gehabt, auch aufgrund der Proteste, Flüchtlingsproteste, da die ja sehr viel Aufmerksamkeit in der Piratenpartei bekommen haben, auch durch viele Leute, die sich da engagiert haben, dass wir die Kräfte mal ein bisschen bündeln und die vielen Leute, die da was tun, vernetzen, um für das Wahlprogramm jetzt zur Bundestagswahl im September einen größeren Programmantrag zu schreiben, da bisher viele kleine Punkte, aber eigentlich nichts Wirkliches steht. Haben dann dort ein kleines Vernetzungstreffen gehabt auf dem Parteitag und beschlossen, dass wir gerne ein Arbeitsplenum machen würden. Der Ort ist recht schnell auf Frankfurt gefallen, wegen der Anbindung und Unterbringungs-, also ist ja verkehrstechnisch sehr gut angebunden, Frankfurt. Und da habe ich dann mich um die, unter anderem mit ein paar anderen Piraten aus Frankfurt und Umgebung, um die Organisation gekümmert. Ja, und das hat dann vor einem Monat stattgefunden, das Treffen. Ja. Und das ist ja werden, also ich die absolut teilen kann und sehr nachvollziehbar finde und es sehr schade fand, mit welcher Art und Weise auch medial auf diese Proteste reagiert wurde und dachte, dass es ich als für sinnvoll erachten würde, wenn wir bei den Piraten dem Thema ein bisschen mehr Zuwendung und Gehör schenken und die Leute auch ein bisschen und ihre Forderungen vertreten und dem ein Gehör verschaffen. Hab dann in Würzburg so ein bisschen was gemacht, da können wir ja vielleicht auch noch drauf kommen, mit diesem Hosengate und so, mit Fabio Reinhardt zusammen. Wir haben einen offenen Brief geschrieben und als dann der Protest weiterging mit der Bustour, haben wir das Frankfurter Camp maßgeblich mitorganisiert mit einigen anderen Mitgliedern der Piratenpartei und anderen Parteien und Aktivistinnen. Ja, und das hat dann unweigerlich auch zur programmatischen Arbeit natürlich geführt. Ja, und jetzt in Berlin bist du wegen der Piratinnen-Con. Da können wir dann gleich verraten, wir nehmen das heute auf. Am Sonntag, den 7., wird ja wieder ein bisschen dauern, bis es online geht. Und heute ist der Abschlusstag der Piratinnen-Con, zu der ich ja leider aus familiären Gründen nicht konnte. Aber vielleicht willst du noch kurz sagen, wie es da war. Du warst da ja, Kevin. Ja, ich war Host am Samstag. Es gab so ein Kongresskonzept, das heißt World Café. Da geht es darum, dass an verschiedenen Tischen einzelne Fragestellungen erarbeitet werden und das Ganze sehr flüssig verläuft. Also alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer ständig neue Menschen kennenlernen und über neue Themen sprechen. Ich habe die Stimmung als sehr konstruktiv und freundlich und produktiv erlebt. Heute am Sonntag, am zweiten Tag, bin ich erst zur Vorstellung der Lösungskonzepte vom Vormittag gekommen. Kann da also nicht so viel sagen, aber auch heute die Stimmung war sehr gut, würde ich sagen. Und du warst ja auch da heute, ne? Ich war heute allerdings nur bei der Pressekonferenz und der Ergebnisverkündung zum Schluss, weil ich vorher noch versucht habe, Gebietsversammlung zu machen, was nicht geklappt hat. Ja. Und wie war dein Eindruck von der Piratinnen-Con? Vor allem, also was mir als erstes aufgefallen ist, eben auch, dass die Stimmung sehr gut war. Weil mittlerweile, früher gab es ja mal das Bild, dieses Brain Drain auf den Entwicklungsländern, in den Industrieländern ist voll schlecht. Mittlerweile kippt die Stimmung, wo sie sagen, ey, das ist total gut für die Entwicklungsländer.
weil die Leute, die kommen zwar in die Industrieländer, kommen aber teilweise wieder zurück mit Know-how und teilweise, auch wenn sie woanders bleiben, schicken halt Geld zurück. Also das ist ein sehr spannendes Feld und da haben wir uns bisher eigentlich sehr wenig befasst und ja, das ist etwas, womit man sich mehr befassen müsste, und das Gute ist, man macht ja auch viel mehr weiter. Willkommen beim Klabautercast, 115. Es geht heute um Asylpolitik und ich sitze hier mit Anne oder Seeräuber Jenny. Hallo. Hallo. Und Kevin oder Kevusch. Hallo. Hallo. Ja, kurze Vorstellung. Anne, wer bist du? Ich bin Anne Helm oder, wie du schon gesagt hast, Seeräuber Jenny im Netz. Und ich bin aus Berlin und bin in Neukölln in der BVV und auch Direktkandidatin. Und ich bin die Themenbeauftragte für Asyl und Migration. Ja, na dann bist du ja sozusagen schon wegen der Themenbeauftragung die richtige Ansprechpartnerin. In dem Fall ja, genau. Es gibt ja in Berlin noch ein paar andere, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, ne? Ja, na klar. Ich glaube, wir sind auch ganz gut vernetzt so untereinander. Ja. Und Kevin? Ja, ich bin Kevin Schuliner, komme aus der Nähe von Frankfurt in Hessen. Bin seit kurzem auch Listenkandidat für die Landtagswahl im September. Habe in Frankfurt, in Hessen den Arbeitskreis Asyl und Flucht mit initiiert und auch auf Bundesebene schon ein paar Sachen zur Asylpolitik gemacht. Ja, wie kommt ihr auf dieses Thema? Also ich meine, ne, wenn ich mich mit Queerpolitik beschäftige, dann tue ich das, weil ich vielleicht betroffen bin. Jetzt wirkt ihr jetzt nicht so, als ob wir da auch mehr oder weniger den Anlass für unser Gespräch heute. Also wir wollen das ja aufgreifen. Und die Ergebnisse und deshalb eben auch über die Anträge sprechen, die jetzt gerade eben auch für die Vorbereitung des Bundesparteitags in Neumarkt zu dem Thema eingestellt wurden. Ja, also fangen wir mal mit der Veranstaltung an. Da stellt sich natürlich wieder die Frage, wie war's? Da frage ich mal die Anne, die war nämlich Teilnehmerin. Da muss man jetzt nicht den Organisator direkt fragen. Also ich fand, das war, für mich persönlich war das eine der angenehmsten Piratenveranstaltungen, die ich je hatte, weil das alle Menschen, die dort waren, waren sehr auf das Thema fokussiert und hatten große Lust, da voneinander zu lernen und das Thema voranzutreiben. Ich fand es von der Organisation her super, dass wir Leute von Pro Asyl da hatten oder zum Beispiel auch von Was bildet ihr uns ein? Das ist so eine Initiative, die sich um Migration und Inklusion in einem Bildungssystem kümmert. Und die waren auch ganz angetan, weil sie wohl schon öfter versucht haben, bei anderen politischen Organisationen sich vorzustellen, ihre Ideen, und bei uns wirklich auf sehr offene Ohren gestoßen sind. Und die Auseinandersetzung mit Pro Asyl war auch nochmal sehr spannend, weil auch gerade für mich, ich im Zuge der Protestbewegung manchmal andere Positionen oder Herangehensweisen hatte als Pro-Asyl, und das so in der Aussprache und in der direkten Arbeit sich nochmal herausgestellt hat, dass man da unterschiedliche Ansätze hat, aber wir haben ja als Partei auch andere gesellschaftliche Aufgaben, zum Beispiel als eine NGO, und dass sich daraus ergibt, dass das durchaus in Ordnung ist, dass man dazu unterschiedliche Ansätze hat. Aber von dem Fachwissen und der jahrelangen Erfahrung von Pro Asyl trotzdem durchaus profitieren kann. Und also ich habe das Gefühl gehabt, dass mein Vortrag auch sehr, sehr positiv aufgenommen worden ist. Es gab viel Raum für Diskussionen nochmal und persönlichen Erfahrungsaustausch, was mir auch gut gefallen hat. Und dann, als wir die Programmanträge entwickelt haben, war das zwar sehr, sehr mühselig, aber ich glaube, die Ergebnisse sind dem. Einen Migrationshintergrund habt oder selber geflohen seid irgendwie? Oder wie kommt ihr auf das Thema? Also, ich fange mal an. Ja. Ja, stimmt, ich bin keine Betroffene. Aber ich bin insofern relativ viel schon persönlich mit dem Thema befasst gewesen, dass
ich aus Neukölln komme und sehr viele Freunde habe, die das betrifft. Und dann in der Kommunalpolitik bin ich dem eben zwangsläufig öfter mal begegnet, wo ich gemerkt habe, dass das Thema viel Fingerspitzengefühl braucht. Es sollte in Neukölln eine neue Unterkunft gebaut werden. Und zwar so eine Notunterkunft. Das sind ja solche, die angeblich temporär sein sollen, dann oftmals aber zu einer Dauereinrichtung werden. Und da gab es sehr viel von rechts, sehr viel Propaganda dagegen. Und Neukölln bleibt deutsch und so. Ich eigentlich auch politisch diese Form der Unterbringung eigentlich ablehne, aber natürlich mich nicht gemein machen wollte mit diesen Rechtspopulisten und gemerkt habe, das Thema braucht viel Fingerspitzengefühl. Und dann kam dazu die Refugee-Bewegung in Berlin und da bin ich sehr intensiv auch vor Ort mit dabei gewesen, bei den Hungerstreikenden vor allem am Pariser Platz und habe viel mit denen geredet, habe die Auseinandersetzung mit den Behörden mitbekommen und die ganze Debatte aus der Perspektive kennengelernt und habe seitdem beschlossen, das ganze Thema aus einem emanzipatorischen Ansatz heraus zu betrachten und die Menschen, die das betrifft, sichtbarer zu machen. Mhm. Ja, und Kevin? Ja, tatsächlich gab es in meiner Familie häufiger Leute, die geflüchtet sind, aus Kroatien oder damals eben noch dem ehemaligen Jugoslawien. Das war aber jetzt nicht der Grund, wieso ich mich da politisch engagiert habe oder so. Das hat tatsächlich dann angefangen, als diese Refugee-Proteste losgegangen sind, damals noch in Würzburg, wo ja so ein bisschen der Ursprung des Ganzen war in Deutschland. Und du hast dahin Kontakte nach Würzburg? Ja, erstmal bin ich halt über die Presse und so darauf aufmerksam geworden, dass da eben Hungerstreik gemacht wird. Ich kenne auch Leute, die da wohnen und bin da ab und an mal. Bin dann da auch mal vorbeigegangen bei dem Camp, habe mir das mal angeschaut und festgestellt, dass die politischen Forderungen, die da aufgestellt